Verkehr gebracht werden. So stark ist die Pestizidbelastung bei dem Honig im Frühjahr aus dem Bodenseegebiet oder das alte Land, da bei Hannover irgendwo da oben. Gell? Da ist das extrem. Also Obstblüten aus konventioneller Obstbau ist, wer einen Wert auf diese Sachen legt, auf ein gesundes, reines Naturprodukt. Der Honig ist das am wenigsten belastete Nahrungsmittel überhaupt. Und das liegt am Imker. Aber die Imker haben zum Teil auch nicht die Wahl. Gell? Gerade diese kleine, ich als Berufsimker kann das natürlich machen. Ich stelle meine Bienen woanders hin. Wenn es mir da nicht passt und ich das nicht will, dann gehe ich nicht. Ich wandere schon seit über 30 Jahren, das ist für mich das Bodenseegebiet tabu. Obwohl ich dann natürlich einen Entwicklungsvorteil habe. Eine Schleuderung mehr, wir haben 3 Wochen früher schönes Wetter. Wenn der Löwenzahn am Bodenseegebiet vorbei ist, dann geht es im Allgäu los. Da gehe ich, das mache ich gar nicht mehr. Schon seit über 30 Jahren nicht. Genauso der Raps. Jeder Raps wird gespritzt gegen Pilzbefall und gegen Rapsglanzkäfer. Das haben wir alles im Honig drin. Vor 30 Jahren hat er mich ausgelacht. Der Imker hat gesagt, der Krüger spinnt. Der hat einen Vogel. Raps, toller Honig, Obst, Bodenseegebiet, klasse. Krüger sagt, alles an Dreck. Warum? Heute ist es amtlich. Vom konventionellen Obstblütenhonig, genauso vom Raps. Die Landesanstalt für Bienenzucht in Main hat vor 5 oder 6 Jahren eine Studie bundesweit gemacht, hat die ganzen Rapshonig untersucht und kam zu dem Ergebnis, reiner Rapshonig darf nicht mehr vermarktet werden. Der muss mindestens 30% Beitrag haben, dass der, also Nektar aus natürlichen Pflanzen, und dass der Pestizidgehalt unter den Grenzwert geht. Allein wenn ich schon das höre, unter den Grenzwert. Honig ist für mich und nach meiner Auffassung die Toleranzgrenze 0. Definitiv 0. Aber man macht da Grenzwerte, um dass man das akzeptieren kann. Das Problem ist, wir haben bundesweit, deswegen sagt auch die Landesanstalt für Bienenzucht in Celle, eines der führenden Institute in Deutschland, sagt ganz klar, es gibt in Deutschland nur noch wenige Regionen, wo man bedenkenlos Blütenpollen ernten kann. Das ist der Raps. Du hast überall Raps drin. Wenn wir im Allgäu in den Berg, da haben wir Gott sei Dank den Raps nicht, da haben wir auch keinen konventionellen Obstbau. Gell? Oder wenn ich auf die Schwäbische Alpen aufgehe oder mal in den Bayerischen Wald gehe, da habe ich das nicht. Gell? Und der Raps ist definitiv weglassen. Gell? So, das einmal zu den Qualitäten. Honig, sagt man, ist Hafer fürs Herz. Bei Herzschwäche ist Honig hervorragend. Warum? Unser Herzmuskel ist einer ganz starker Energieverbraucher. Ist ein Muskel, der muss hier permanent arbeiten, braucht richtig Energie. Der braucht Zucker. Kohlenhydrat braucht er. Ist ein Muskel, der braucht er zur Verbrennung. Und der Honig besteht aus Frucht- und aus Traubenzucker. Gell? Und dieser Frucht- und Traubenzucker, die Biene hat den ja aufgespalten, fermentiert, also invertiert mit Invertase, der wurde also aufgespalten, weil der Nektar besteht ja aus Glucose, aus Zweifachzucker, und die Biene spalten den auf zu diesem Einfachzucker. Deswegen hat er Frucht- und Traubenzucker. Und diese Frucht- und Traubenzucker, die sind für den Blutkreislauf sofort zur Verfügung. Wenn Sie einen Löffel Zucker zu sich nehmen, Glucose, also ein ganz normaler Haushaltszucker, wo man Kaffee mit süßt, dann nehmen Sie zu sich, Mund, Magen, Darm. Im Darm wird er aufgespalten und in den Fettzellen eingelagert mit allen unerwünschten Nebenwirkungen, was man so vom Zucker hört. Der Honig funktioniert ganz anders. Ein Löffel Honig, den er zu euch nimmt, ist innerhalb von 5 bis maximal 10 Minuten im Blutkreislauf. Da geht nämlich über die Magenschleimhäute sofort in den Blutkreislauf nach, weil die Verdauungsarbeit, die Fermentierung, die Aufspaltung hat die Biene bereits gemacht. So, deswegen ist der sofort zur Verfügung, ohne über den Verdauungsapparat zu gehen. Das Zweite ist, er wird auch sofort verbrannt. Honig macht nämlich nicht dick. Wenn ich Ernährungsberater höre, Ernährungsärzte oder wie auch immer, Honig ist gleich Zucker. Das stimmt nicht. Honig ist mit normalem Zucker nicht zu vergleichen, hat damit gar nichts zu tun. Warum? Er wird sofort verstofflicht, er wird nicht eingelagert, er wird verbrannt. Es regt auch den Stoffwechsel an. Wenn Sie Diät heute machen zum Beispiel, haben Sie ja nicht nötig, aber machen Sie eine Diät, Ihr Stoffwechsel fährt ja sofort runter. Was macht der Honig? Der Honig geht in den Blutkreislauf und treibt den Stoffwechsel hoch. Wenn Sie Diät machen und Sie essen bloß die Hälfte, dann legen Sie trotzdem zu. Warum? Ihr Körper schaltet auf Notzeit
und fährt der Stoffwechsel runter und verbraucht weniger und sie essen bloß noch die Hälfte und nehmen trotzdem zu. Beim Honig, der geht her in den Blutkreislauf, treibt den Stoffwechsel hoch, weil er sofort verbrannt wird, hat sogar nur einen Nachbrenneffekt, weil diese Einfachzucker sind schneller verbraucht, als wie der Stoffwechsel wieder runterfährt. Ihr müsst nudeldick sein. Ich esse in der Woche, ohne zu übertreiben, ein Glas Honig. Das geht bei mir in der Woche hinaus. Das esse ich alleine, aber schon von klein auf. Ja. Hat natürlich auch einen Nachteil. Das sind die Zähne. Karies, aber da gibt es ein ganz adäquates Mittel, das ist die Zahnbürste. Ja. Also, und diese Einfachzucker sind ein sehr schneller und kräftiger Energiespender fürs Herz, steht dem Herz sofort zur Verfügung und wirkt sehr kräftigend auf das Herz. Des Weiteren, der Honig enthält natürlich sehr viele Stoffe, die von der Biene kommen. Unter anderem ist es Acetylcholin. Acetylcholin ist ein Nerventransmitter, wisst ihr wahrscheinlich, hat viele Funktionen im Körper. Unter anderem ist es für die Kräftigungsphase im Herzrhythmus zuständig. Das sind die zwei Gründe, warum der Honig sehr herzstärkend ist bei Herzschwäche. Des Weiteren, Honig macht ein erstklassiges Immunsystem, wenn man den regelmäßig und dauerhaft isst. Ich empfehle in den Vorträgen immer, wenn ihr euren Kindern was Gutes tun wollt, gewöhnt ihnen von klein auf Honigessen an. Zähneputzen, Körper, wie ich schon gesagt habe, gehört dazu, sonst sind die Zähne kaputt. Aber das macht ein ganz gutes Immunsystem. Wenn ich heute Vorträge habe oder irgendwo bin und ich sehe, da sind ältere Leute und so weiter, und die sagen, ich brauche das alles gar nicht, was du da noch hast von den Bienen, weil ich bin jetzt schon 80, das sieht aus wie 70, und sagt, ich bin schon 80, aber ich bin in meinem Leben noch nie krank. Und wenn ich dann nachfrage, dann sind es zumindest 80, wahrscheinlich 90% alles starke Honigesser. Bitte? Ja, das ist etwas, was, das geht nicht von gleich auf mal, aber wenn man das regelmäßig über diese lange Zeiträume macht, das macht ein gutes Immunsystem. Ihr dürft es mir jetzt glauben, es ist kein Spruch, ich war in meinem Leben noch nie krank. Dürft mir jetzt glauben, ist nicht gelogen. Ich war in meinem Leben noch nie krank. Ich habe 3 Impfungen gehabt, Corona, musste ich machen, sonst komme ich nicht nach Italien. Gell? Und habe 2 Infektionen gehabt, gell? Hätte ich nicht gewusst, wenn meine Frau, die schafft in der Pflege zum Beispiel, und die wurde immer geimpft und hat Corona gehabt, 2-mal. Gell? Ich habe es dann mir auch getestet und habe es dann auch gehabt. Bloß ich habe von den Impfungen und von den Infektionen 0,0 gespürt. Gar nichts. Das war als wenn null. Das hat was mit der guten, körperlichen, gesunden Verfassung und dem guten Immunsystem zu tun. Und das machen die Bienenprodukte, auch der Honig. Daher kommt es. Wenn ihr heute Leute habt, der eine verträgt die Corona, der hat es gar nicht gemerkt, und den anderen, der merkt, den haut schon bei der Impfung um. Oder bei der Infektion. Oder Long-Covid oder sonstige Sachen. Das sind alles, wo der Körper bereits schon nicht in der optimalen Verfassung ist. Gell? Ein sehr stabiler Körper hält es aus und das macht unser Immunsystem. Und der Honig macht ein sehr gutes Immunsystem, wenn man das regelmäßig dauerhaft nimmt. Honig ist für die Haut hervorragend. Kennt man ja auch von der Sauna her. Gell? Also es hat jetzt hier keiner nötig, aber wer jetzt zum Beispiel mal ein Hautproblem hat oder auch wer jetzt rein kosmetisch arbeiten jetzt will, Sie zum Beispiel, Sie legen ganz bestimmt einen sehr großen Wert drauf, gell? Sie natürlich auch, gell? Da gehen Sie einfach mal her, abends abschminken, Haut abwaschen, also sauber, trocken, und dann schmieren Sie sich mal das Gesicht so bloß mit einem blanken, guten Honig ein. Lassen Sie das eine halbe, dreiviertel Stunde einwirken, mit lauwarmem Wasser danach abwaschen. Ihr werdet es an der ersten Behandlung schon merken. Ihr kriegt eine butterzarte Haut, die Haut wird samtweich, ist tiefengereinigt, Honig wirkt wie eine Zugsalbe und es baut die ganze Entzündung ab und macht eine richtig schöne Haut. Wenn du abends ins Bett gehst und der Kerl langt rum, dann macht das Licht an und guckt, wer drin liegt. Wer eine Problemhaut hat, der geht her und macht das einmal wirklich 8 bis 10 Tage, jeden Tag. Soll sich am ersten Tag mal ein Foto machen mit dem Handy, ist ja heute kein Problem, und nach 8 Tagen wieder. Ihr werdet erstaunt sein, was dabei passiert. Ja, es ist wirklich hervorragend für die Haut. Das ist nicht übertrieben, es ist etwas ganz Besonderes. Honig ist im Wundbereich. Im Altertum war einer der wichtigsten Kriegsbeuten, war ja damals der Honig.
Warum? Die sind ja recht derb aufeinander losgegangen und haben schwere Verletzungen gehabt. Deswegen war der ganz wichtig in der Wundbehandlung. Und Honig ist ein exzellentes Wundheilmittel. Ihr könnt im Wundbereich mit Honig nichts falsch machen. Ihr könnt definitiv nichts falsch machen. Du kannst so eine Wunde haben, eitrig, ekelhaft, wie es sein soll, wie man es sich nicht wünscht, an Honig drauf tun. Auch bei offenen Beinen, wenn nichts mehr hilft, Honig hilft. Glaubt es mir. Das Einzige, was die Sache nur steigert, ist Propolis in Verbindung von Honig. Aber dann nur in Verbindung von Honig. Da komme ich aber nur darauf zu sprechen, auf was man da achten muss. So, im Wundbereich, was passiert beim Honig? Honig desinfiziert die Wunde, der ist stark antibakteriell. Da gibt es keine Entzündung, keine Bakterieninfektionen, gar nichts. Er reinigt die Wunde, er holt der ganze Dreck raus. Honig wirkt wie eine Zugsalbe. Wenn jetzt zum Beispiel einer mal einen Wundel hat, wo es nicht richtig kommt, der Honigpflaster draufnimmt, 2-3 Tage drauf, und dann merkt er, wie es, das wird wie eine Zugsalbe. Der holt, der, nach ein paar Tagen ist der da, dann ist der weg. Also Honig macht im Wundbereich, also Desinfektion, es fördert sehr stark die Hautgranulationsbildung, die Wundheilung fördert es sehr stark. Das merkt man gerade bei offenen Beinen. Das zieht der ganze Dreck raus und nach ein paar Tagen fängt Zucker und Speise an. Und da kommt vom Rand her so rosarote Sache, oder bei Cupidus zum Beispiel. Gell? Da ist der nämlich hervorragend. Gell? Und er macht in der Narbenbildung weiche Narben. Ist ganz wichtig in der Narbenbildung. Wenn die Narbe bereits verhärtet ist, tut man sich schwerer. Ist klar, aber selbst da bringt er noch was. Aber wer in der Narbenbildung Honig drauf tut, hat nachher keine Probleme mit Narben. Gell? Ganz besonders wichtig ist das bei Brandwunden. Und da, bei den Brandwunden, ist die weiche Narbe ganz besonders wichtig. Und da ist die Besonderheit der landläufig genannte Akazienhonig. Richtigerweise ist es die Robinie, so heißt die. Die ist der Robinienhonig oder Akazienhonig, wie man landläufig sagt. Der ist ganz besonders bei Brandwunden ganz besonders. Da ist er besonders gut in der Narbenbildung. Das ist der Akazien- oder Robinienhonig. Wenn er diesen weltberühmten Manuka-Honig, den kennt man ja. Gell? Der ist ja der einzig medizinisch anerkannte Honig. Den darf der Arzt und so weiter, die Klinik, verwenden. Der normale Honig darf ja der Arzt nicht verwenden. Der Heilpraktiker sieht es anders aus. Gell? Weil der Honig ist ja ein Nahrungsmittel. So, das darf der Arzt ja gar nicht nehmen. Aber der Manuka-Honig darf er nehmen. Der Manuka-Honig ist also der einzig anerkannte medizinische Honig. Dadurch ist es auch extrem teuer geworden. 500 Gramm ab 500 MGO, also ab 500er Manuka-Faktor, kostet er zwischen 150 und 200 Euro 500 Gramm. Seine Stärke, die liegt definitiv im Bereich der Wunden. Im Wundbereich, alles was Wunden ist, oder im Halsbronchialbereich. Da hat er seine Stärke. Für alles andere ist es wie jeder andere Honig auch. Er macht kein besseres Immunsystem, der baut bei Einnahme keine Entzündung ab und so weiter. Blutwerte, Leberwerte, da hat er alles wie ein normaler Honig, keine außergewöhnliche Wirkung. Aber im Wundbereich ist er dem normalen Honig definitiv überlegen. Also wer mit Cupidus oder solche Sachen schafft oder offene Beine, da ist der Manuka-Honig hervorragend. Und wenn er den nimmt, ab 500 MGO aufwärts. Unter drunter braucht er keinen, nehmen, da könnt ihr normalen Honig. Mindestens 500 MGO, also ein 500er Manuka-Faktor. Das macht Sinn. Das Einzige, wo diesen Manuka-Honig toppt, ist das Propolis, auf das ich noch zu sprechen komme. Das ist noch besser wie der Manuka-Honig und kostet einen Bruchteil. Gell? Also, aber unter den Honigen macht der Manuka-Honig, hat er definitiv eine Sonderrolle. Honig hat schon gesagt, wie ich schon gesagt habe, die Heilwerte aus dem Honig kommen in der Regel natürlich von der Biene. Beim Manuka-Honig kommt der Stoff aus der Pflanze, aus der Manuka-Pflanze. Das ist ein spezieller Stoff, der besonders entzündungshemmend ist. Und zwar im Wundbereich, nur im Wundbereich, nicht bei Einnahme. Also wenn ihr entzündete Schulter haben oder rheumatischer Bereich, da bringt er nichts. Aber im Wundbereich ist er gut. Wir haben den Edelkastanienhonig zum Beispiel, der ist durch seine Bitterstoffe, besonders im Blutreinigungsbereich, also blutreinigend,
Der Corbezzolo-Honig, der Erdbeerbaumhonig, das ist eine mediterrane Pflanze, blüht vom November bis Ende Dezember. Gibt es nur in wenigen Regionen, wo er auch geerntet wird, weil da im November, Dezember auch die Temperaturen sein müssen. Das ist auf Sizilien, gibt es ihn wenig, aber verstärkt gibt es auf Sardinien zum Beispiel. Wie heißt die Sorte noch? Corbezzolo. Corbezzolo mit C. C, Corbezzolo oder Erdbeerbaumhonig. Ja, also wenn man Corbezzolo, wenn du den Katalog reinguckst, da siehst du das zum Beispiel. Da weißt du, wie es schreibt. Also ist der Corbezzolo, der ist wie ein Manuka-Honig mit einem 400er Manuka-Faktor. Müsst ihr den ungefähr vom Entzündungswert legen. Der ist dem normalen Honig im Wundbereich überlegen um das 3- bis 4-fache. Ein Manuka-Honig mit 500-600 MGO liegt, ist das 5- bis 6-fache in etwa. Der Corbezzolo-Honig, wie schon gesagt, der ist, ich hoffe, dass den steht. Der Corbezzolo. Hast du gefunden? Bitte, alles egal. Es kann sein, dass er nicht drinsteht in dem Katalog. Bitte? Ist egal. Aber den produzieren wir zum Beispiel auf Sardinien auch. Aber der Corbezzolo, wie schon gesagt, im Wundbereich Besonderheit und er ist besonders im Blutbereich. Das ist ein Honig, der richtig extrem bitter ist. Der hat das sogenannte Apusteurin. Apusteurin ist ein Stoff, der besonders entzündungshemmend ist. Und der hat ganz besondere Wirkung auch aufs Blut und auf die Leber. Das ist dieser Stoff, der im Corbezzolo-Honig enthalten ist. Des Weiteren, Besonderheit hat der Thymian-Honig. Auch der hat Stoffe von der Thymianpflanze drin. Würde ich auch im Bereich Hustenerkältung jetzt sagen, wenn wir den normalen Honig vorziehen. Aber da wäre jetzt ein Propolis im Honig auch gut. Lindenblüten-Honig hat natürlich ebenfalls die Stoffe von der Lindenblüte drin, die beruhigend wirken. Ja. Efeu-Honig hat natürlich im Bereich Blut und Leber hat er besondere Wirkungen, wird dem zugesprochen. Was haben wir noch an spezielle Sachen? Ja, wir haben nur zwei Sachen bei der Rubinien- oder Akazienhonig, was ich euch gesagt habe, was ja im Wundbereich besonders ist, mit der besonderen, also bei Brandwunden. Das ist auch der für den Diabetiker am besten verträgliche Honig. Honig ist ja prinzipiell nicht Diabetiker geeignet, das muss man ganz klar sagen. Aber wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Eine normale Fructose benötigt zur Verstofflichung, also der Fruchtzucker benötigt zur Verstofflichung kein Insulin. Der wird ja anders verstofflicht im Körper. Im Gegensatz zum Traubenzucker, der benötigt das Insulin. Früher hat der Diabetiker, vor Jahrzehnten, hat der Diabetiker mit Fruchtzucker gesüßt. Man macht es heute nicht mehr, aus gutem Grund, weil nicht jeder Diabetiker gleich reagiert. Der eine Diabetiker verträgt den Fruchtzucker und der andere nicht. Bei dem einen knallt er auf 300 und beim anderen passiert nichts. Und der Rubinienhonig oder Akazienhonig, das ist ein reiner Fruchtzuckerhonig. Also wenn der Diabetiker schon sündigt, weil der steht ja unter permanentem Mangel an Süßen und irgendwann ist ihm alles egal, dann sagt er, jetzt esse ich ein Stückchen Kuchen oder ein Schokolade oder esse einen Löffel Honig, gell, macht er dann. Gell, weil das dem egal ist, weil er jetzt einfach was Süßes will. Das ist ja, wenn du unter Mangel stehst, dann ist das Bedürfnis und der Gluster, wie der Schwabe sagt, ist da natürlich dann sehr stark. Also, dann zudem allerdings mit Vorsicht, auch da muss man aufpassen, weil, wie schon gesagt, das nicht jeder gleich verträgt. Der Gegenspieler zu diesem Fruchtzuckerhonig, also vom Rubinienhonig, ist der Rapshonig. Der Rapshonig ist ein reiner Traubenzuckerhonig. Gell? Unabhängig mal dessen, da wegen der Pestizide, aber jetzt mal von dem abgesehen, das ist ein reiner Traubenzuckerhonig. Ja? Deswegen kristallisiert er auch sehr schnell. Je höher der Traubenzuckeranteil im Honig ist, umso schneller kristallisiert er. Der Rapshonig ist innerhalb einer Woche, maximal 10 Tagen wird er steinhart, deswegen wird er immer gerührt, dass er schön cremig bleibt. Dabei zerbrechen er die Kristalle, die Zuckerkristalle durch den Rührprozess. Zerbrechen die Kristalle, die verlieren die Verbindung zueinander und so entsteht der cremige Honig. Sonst bricht ein Messer ab, so hart wird er. Der Rubinien- oder Akazienhonig, der bleibt bis zu 2 Jahre flüssig. Das kommt daher, weil das ein reiner
Fruchtzucker ist in der anderen Traubenzuckerhonig. Die anderen Honige haben im Regelfall so plus minus 50% der Zuckeranteile besteht aus Frucht und aus Traubenzucker, halbe halbe. Aber je höher, und da gibt es Schwankungen, je höher der Traubenzuckeranteil ist, umso schneller kristallisiert er. Okay? Die Wald- und Tannenhonige haben Unterschiede. Und zwar der Unterschied zwischen den Nektartrachten und den Blatthonigen oder Laustrachten, also zwischen dem Honigtau und den Nektaren, liegt darin, die Wald- und Tannenhonige haben einen erhöhten Anteil an Spurenelemente. Das hat aber was mit dem Siebröhrensaft der Pflanzen zu tun, die sehr viel Spurenelemente haben und die findet man in diesen Honigen verstärkt. Ja? Wogegen die Blütenhonige da einen geringeren Anteil drin haben. Also wer auf Spurenelemente einen Wert drauf legt, der sollte zu den Wald- und Tannenhonigen, generell zu den dunkleren Honigen greifen. Okay. Haben wir noch mal Fragen zum Honig, haben wir ein bisschen was? Auf die Wunde drauf, ein Verband, ein kehriger Löffel Honig drauf, auf die wirklich entzündete, auf die eitrige, auf die ekelhafte Wunde drauf, jeden Tag den Verband wechseln, nur neue Honig drauf, fertig. Du kannst nichts falsch machen. Wenn ihr wollt, ich kann euch ein Bein von mir zeigen. Ich habe vor vielen Jahren, das ist jetzt schon 25, 30 Jahre her, habe ich, wie man das so früher gemacht hat, Möbel abgelaugt mit Äznatron. Ich habe da so 10, 15 Schränke gehabt und stand auf dem Hof und habe da richtig mit 10%iger Äznatronlage meine Schränke abgesalbt, wie man das halt so gemacht hat, und mit dem Hochdruckreiniger richtig geputzt. Gell? So, und habe da Stiefel angehabt bis hierher. Und irgendwann, Äznatron, muss man wissen, wenn man das auf die Haut bringt, das frisst die Haut auf, hat aber auch eine betäubende Wirkung. Du merkst erst gar nichts davon. Und wenn das dann irgendwann das Jucken und das Beißen anfängt, dann kommst du in die tieferen Hautschichten. Und wenn es dann richtig wehtut, dann bist du richtig unten. Das hat so nach einer Stunde ungefähr angefangen, mal so richtig zu jucken und zu beißen. Wie man halt so ist, naja, das geht noch, mache ich noch voll fertig. Nach einer halben Stunde hat es dann richtig wehgetan und dann ging gar nichts mehr. Bin ich heute aufgehört, bin auf, geguckt, jetzt habe ich im Schienbein hier, zwei solche Löcher gehabt. Auf dem einen Loch, da habe ich den Knochen unten gesehen. Dann bin ich zum Arzt gegangen. Sollte man ja, gell? Und ja, dann sagt er, oh, das gibt ein größeres Problem. Das kriegen wir nicht so schnell. Dann wollte er, was weiß ich, alles da unten machen. Dann sage ich, nee, da machst du mal gar nichts drin. Ich tue da mein Propolis mit Honig drauf. Dass der mich nicht rausgeschmissen hat, war ja alles. Dann sage ich, das sind meine Beine, da mache ich, was ich will. Dann bin ich gegangen, sage ich, ich komme wieder. Dann bin ich heim, habe mein Propolis mit dem Honig und rechter Klecks drauf gemacht, auf die Wunden drauf, jeden Tag gewechselt. 5, 6 Wochen hat es gedauert, waren meine Beine zu. Dann bin ich wieder zu dem Nonner, hat er solche Augen gemacht. Dann sagt er, was hast du denn da gemacht? Gibt es normal nicht. Ja? Die waren zu. Man sieht heute kaum die Narben. Ihr dürft euch das gerne angucken. Ich sehe die Narben und ich habe nie ein Problem, auch wenn ich in die Sonne, wenn ich in Sardinien bin oder sonst wie, und ich bin da in der Sonne, gehe ja auch mal, ich habe meistens immer lange Hosen, weil ich bei den Bienen schaffe, aber wenn ich dann bei mir im Garten bin und, oder beim Baden bin, dann habe ich immer ein bisschen käsige Füße, dann hole ich mir schnell einen Sonnenbrand an die Füße. Aber ich habe noch nie ein Problem mit diesen Narben gehabt. Das sind jetzt zwei so große Narben, sieht man kaum. Und das ist, habe ich keine Narbenprobleme, gar nicht. Auch wenn ich mal einen Sonnenbrand habe, passiert gar nichts. Wenn die Narben nicht richtig gut sind, dann hast du ein richtig dickes Problem. Gell? Also ich will es euch nur sagen, im Wundbereich ganz hervorragend. Und da kann man definitiv nichts falsch machen. Der Honig desinfiziert, das ist hervorragend, reinigt die Wunde, keine Infektionen und es fördert ganz besonders die Hautgranulationsbildung. Und wenn ihr einen Cupidus oder sowas habt, einen Manuka-Honig oder Propolis mit Honig, gell, dann ist mit Ausnahme des Propolis ist noch besser. Aber da muss man dann wiederum ein bisschen aufpassen im Wundbereich. Da darf ein Propolis flüssig zum Beispiel an einer nässenden Wunde, wie offene Beine zum Beispiel, oder solche Wunden nicht nehmen. Gell? Aber das erkläre ich dann auch beim Propolis noch. Gell?
Aber die Steigerung wäre dann Propolis mit Honig. Das ist die Mischung mit Propolis, und zwar Extraktpulver. Das ist ein ganz feines Pulver, das ist ein Konzentrat, das ist speziell gereinigt. Und das ist in Pulverform da drin, im Honig. Und das ist noch besser, wenn man im gezielten Wundbereich dann schafft. Gell? Ja, sind da mal noch Fragen zum Honig? Wir können noch viel mehr schwätzen, aber wir wollen ja irgendwann, haben wir noch ein paar interessante Themen. Ja, Ede, ja? Wie kann ich mir den Prozess vorstellen, dass dann zum Beispiel Löwenzahn da jetzt reinkommt? Oder also wie man Sortenhonige produziert. Ja, oder wie man überhaupt zu Sortenhonige kommt, weil die Bienen holen ja das überall her. Ist eine gute Frage. Und zwar sind es mehrere Faktoren. Einmal ist es der Imker und zum Zweiten ist es die Biene. Erstens mal der Imker. Ich stelle zum Beispiel meine Bienen, ich bin ja Wanderimker, sagt man. Das heißt, ich lade wenn es hier nichts mehr gibt, lade ich meine Bienen auf und fahre sie woanders hin. So, jetzt stelle ich die Bienen zum Beispiel, wo lauter Linden sind. Bevor, und das ist ja, die blüht sogar 3 Wochen, sagen wir. Gell? Und bevor die zu blühen anfängt, nehme ich den Honig aus der vorherigen Zeit raus, dass die Waben alle leer sind. Wenn die Blühzeit vorbei ist, nehme ich den Honig wieder raus. Dann habe ich natürlich die größte Wahrscheinlichkeit, Lindenblütenhonig. Aber das ist nicht alleine. Das Zweite ist die Sprache der Bienen. Die Bienen haben eine Tanzsprache, das ist die sogenannte, das ist der Rundtanz, der Schwänzeltanz oder der Sicheltanz. Das sind spezielle Tänze, wo die Bienen kommunizieren. Und zwar, es gibt sogenannte Kundschafter, die fliegen täglich aus. Die fliegen bloß umeinander und suchen wo was. Und jetzt findet die, was weiß ich, in 1234 Meter, findet die plötzlich ein kleiner Kirschbaum und sagt, wow, ist genau das, was ich haben wollte. Und geht her, nimmt eine Probe vom Nektar, analysiert den Nektar auf den Zuckergehalt. Die Biene ist ein biochemisches Labor. Die stellt den Zuckergehalt fest. Das ist eine ganz wichtige Information. Dann sammelt sie den Pollen, analysiert den Pollen auf Protein- und Vitamingehalt. Die Bienen sind ökonomisch hocheffizient. So, mit dieser Information brauchen wir jetzt nicht weiteres machen, also fliegt sie auf dem direkten Weg wieder zurück und vollführt auf der Wabe einen Tanz. Beim Schwänzeltanz zum Beispiel, den erkläre ich euch mal, da tanzt die Biene eine 8. So, eine zusammengedrückte 8 auf dieser Größe. Manchmal auf der Wabe, je nach Tageszeit, sind 4, 5, 6 Bienen, die da tanzen. So, wenn sie diese Achse tanzt, also da, wo sich die 8 in der Mitte trifft, das seht ihr bitte als Kreis, wo sie tanzt, mit einer Achse drin. Im Winkel zur Schwerkraft, wenn sie so die Achse tanzt und hier zur Schwerkraft, dieser Winkel ist exakt der Winkel, Kirschbaumstand der Sonne vom Bienenstock aus gesehen, und zwar aufs Grad genau. Da gibt es kein Grad Abweichung, ein Grad Abweichung auf die 1234 Meter und die kommt 100 Meter woanders raus. Würde die nie finden, die Bienen sind da ganz, ganz genau. Wenn sie diese Achse tanzt, macht sie mit dem Hinterleib beim Schwänzeltanz zum Beispiel so. Die schlägt richtig aus und diese Ausschläge pro Sekunde sagt exakt auf der Meter genau 1234 Meter. Die finden in 2 Kilometer Entfernung so ein kleiner Honigtopf. So genau ist die Information. Es wird der Verlauf der Sonne berechnet mit der Entfernung, alles. Die Biene ist wie ein Computer. Ist etwas ganz Besonderes, was die machen. So. Aber das Entscheidende ist, dass, wenn sie diesen Außenkreis tanzt, je höher der Zuckergehalt ist oder je höher der Proteingehalt und Vitamingehalt vom Blütenpollen ist, umso aufgeregter tanzt sie diesen Außenkreis. Wenn jetzt da mehrere Bienen tanzen, eine Biene hat eine hohe Qualität und die andere eine schlechte Qualität. Die mit der schlechten Qualität hat 2 Bienen um sich herum, die anderen Bienen stehen mit dem Kopf und mit den Fühlern, nehmen die den Tanz auf, stehen um die tanzende Biene drumherum. Das passiert in vollkommener Dunkelheit, da ist ja kein Nachtischlämpler da drin. Gell? Und nehmen den Tanz auf, die mit einer hohen Qualität hat 20 Bienen um sich herum und die andere hat bloß 2. Das ist eine ganz wichtige Sache. Dann hat die Biene auch noch die sogenannte Blütenstetigkeit. Das heißt, eine Biene, die zu einem Trachtfloß ausfliegt, die erste Art, auf die sie anfliegt, auf der ist sie programmiert. Sie kann nicht wechseln von einer Birnenblüte zu einer Apfelblüte. Das kann sie nicht und tut sie nicht. Das sieht man auch, wenn er den Pollen anguckt. Wer ein Körnle findet mit 2 verschiedenen Farben, da kann ich ja Wette machen. Ich biete 100 Euro und du legst 10 Euro dagegen. Ich kriege immer deine 10 Euro.
Ich kann da eine Tonne anlegen, du findest nicht ein Körnle mit zweierlei Farbe. Jede Pflanze hat eine andere Farbe. Gibt es nicht. Daran sieht man diese Blütenstetigkeit zum Beispiel. Und diese Eigenschaft hatte zur Folge, jetzt muss ich das den Pollen aber ein bisschen vorgreifen, dass die Pflanzen, also diese Blütenstetigkeit, also die sind nicht zu ersetzen in der Bestäubung. Das wissen auch die Pflanzen. Das nennt man Evolution. Das ist der Wettstreit unter den Pflanzen seit 150 Millionen Jahren. Um einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Pflanzen zu haben, haben sie zum Beispiel immer mehr Nährstoffe in den Blütenpollen gesetzt. So kam das Superfood Blütenpollen zustande. Deswegen ist im Blütenpollen so unheimlich viel Nährstoff drin. Und beim Nektar immer mehr Zuckergehalt, um Wettbewerbsvorteil zu haben. Kleiner, das zeigt sich zum Beispiel ganz klar. Ich habe seit 20 Jahren in Sardinien mit meinen Bienen. Unter anderem habe ich da einen Bienenstand in der Eukalyptuswelt, so ungefähr 6, 7 Hektar. Ja? Produziere ich seit Jahren Eukalyptushonig, logisch. Ja? Nimm vorher den Honig raus, danach wieder. Bin ja in der Eukalyptus drin, gibt es auch. Haben wir auch gemacht immer. Bis vor 5 Jahren. Bienen waren rappevoll mit Honig. Krüger nimmt den Honig raus, da probiert man natürlich immer, ob es auch das ist, was man sich vorstellt. Es war kein Eukalypt, es war feinster Lavendelhonig. Ich denke, warum die Affen jetzt da eine Lavendelhonig her? Ich habe mich ins Auto reingesetzt, bin rumgefahren. Da war in 800 Meter Entfernung, hat einer das Jahr davor ein Lavendelfeld mit 5 Hektar angebaut, wie man das aus der Provence her kennt. Da mussten die aber 800 Meter fliegen. Da hatten die Stand mitten im Eukalyptuswald. Der ist natürlich bienenlieben Lavendel, der hat einen super Proteingehalt, der Pollen, der hat einen hohen Zuckergehalt. Die haben mir den Eukalyptus nicht mehr im Arsch angeguckt. Seitdem nur noch Lavendelhonig, obwohl ich mitten im Eukalyptuswald stehe. Oder letztes Jahr im Frühjahr in Verumilis, da hat es ungefähr 80 bis 100 Hektar biologischen Orangenanbau. Krüger denkt, habe ich gefunden da, den Bauer. Denke ich, ah, toll, Krüger macht Orangenhonig da. Gell? Nehme ich 80 Völker und stelle die ungefähr so 80 bis 100 Meter weg, habe ich die aufgestellt. Komm später hin, Bienenvölker voll mit Honig, jeder so 25 Kilo, 30 Kilo im Schnitt, waren Rappe voll, Honig probiert. Kein Orangenhonig. Wer hat schon mal Orangen gerochen? Blüten. Die haben einen Duft, die riechen richtig stark. Die haben einen ganz tollen Duft, den Orangenblüten. Die hatten reinsten Distelhonig drin. Ich habe vergessen, dass hinter mir die Schafweiden, 1000 Hektar, alles voll Disteln ist, die wo zur gleichen Zeit blühen. Höherer Zuckergehalt, besserer Pollen, Orangen. Die Disteln riechen nett, aber die Orangen riechen, die lassen sich da nicht bescheißen. Die haben sich nur auf die Disteln konzentriert, da gibt es nur Distelhonig. Gucken die nicht mehr an. Das ist die Effektivität der Bienen. Das hat was mit der Analysefähigkeit, mit der Kommunikation und natürlich auch mit dem Imker zu tun. So werden Sortenhonige produziert und deswegen sind Sortenhonige immer 1-2 Euro teurer als wie Mischblütenhonig. Weil wenn ich bloß immer eine leere Kiste runterschiebe und einmal im Jahr der Honig rausnehme, habe ich natürlich weniger Arbeit, habe aber alles miteinander. So muss ich jede Ernte, auch mit kleineren Ernten auch mal, immer ernten und ein größerer Aufwand. Ja. Frage beantwortet? Ja. Gut. Sehr interessant. Bitte? Sehr interessant. Gut. Sonst noch Fragen zum Honig? Ja, dann gehen wir doch mal weiter. Machen wir mal den Blütenpollen. Ihr habt hier so einen kleinen Zettel da, oder? Das da. Ja, darf ich mal? Ja. Das hier? Das ist jetzt von meinem Pollenglas immer, wie sagt man da, so eine Nährwerttabelle. Da haben wir viele Untersuchungen machen lassen, Analysen machen lassen, um dass wir diese Nährwerttabelle erstellen können. Blütenpollen sind die männlichen Keimzellen der Pflanzen und sammeln die Bienen zur Ernährung der Brut. Das ist der Vitamin- und Eiweißträger. Der Blütenpollen enthält alle Vitamine, der B-Komplex, in ganz hoher Konzentrierung drin. Außer jetzt B12 wird im Pflanzenreich jetzt zum Beispiel nicht produziert, das ist klar. Ansonsten ist wirklich alles drin. Und das ist in hoher Konzentration. Aber wer ein bisschen mit Nährwerttabellen was anfangen kann, das sagt euch ein bisschen was. Gell? Zudem enthält der Pollen die seltensten, die hochwertigsten Eiweiß- und Aminosäuren im Pflanzenreich. Auch diese ganz seltenen Proteine sind da drin, die zum Beispiel die Leber braucht. 30-40% vom Blütenpollen besteht nur aus Proteine. Je nach Pflanzenart, 30-40% ist ein reines Vitamin- und Eiweißpräparat, und zwar der allerhöchsten Güte. An windbestäubende Arten zum Beispiel, Birke, Hasel, Erle, Gräser, Roggen, da ist nichts drin.
Da ist nichts oder kaum Protein und kaum, da ist nichts drin. Warum? Das ist für die Pflanze nicht wichtig gewesen. Die Natur vergeudet ja nichts. Das hat ja Sinn. Ich habe es euch erklärt, warum das so wichtig ist in der Bestäubung, was die Pflanzen dagegen tun. Das heißt, sie machen einen Wettstreit, haben das Superfood dadurch kreiert, Blütenpollen, um einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Pflanzen zu haben. Und so kam das Superfood Pollen zustande. Das hat der Grund. Eine windbestäubende Art, da ist nichts drin. Fichte, Pollen etc. Das ist nur Gentransport, sonst gar nichts. Und das andere ist notwendig, dass die Attraktivität für die Bienen da ist. Außerdem enthält der Blütenpollen, ist es weltweit das Naturprodukt mit dem höchsten Anteil an antioxidativen Inhaltsstoffen. Diese Antioxidantien, die schützen die DNA und den Zellkern vor Mutationen. Ist die Präventiv und Bekämpfung bei Krebs ist das ja sehr wichtig. Deswegen soll man ja auch viel buntes Obst und Gemüse essen. Und da ist weltweit das Naturprodukt ist der Pollen mit dem höchsten Anteil. Das sind die sogenannten Flavonoide. Die Flavonoide ist die Basis der Farben im Pflanzenreich. Alles, was im Pflanzenreich bunt ist, außer grün, das ist Chlorophyll, alles, was bunt ist im Pflanzenreich, das sind sogenannte Flavonoide, Antioxidantien. Und da ist im Pollen am meisten drin. Der enthält zum Beispiel die Aronia-Beere, kennt man, wo man sagt, die hat mit am meisten Antioxidantien. Er enthält doppelt so viel antioxidative Stoffe wie die Aronia-Beere. Die Aronia-Beere hat zwei Flavonoide-Arten. An Pollen in dieser Mischung, dass er mal ein Gefühl dafür kriegt, enthält weit über 1000 verschiedene Flavonoide-Arten. Da liegen Welten dazwischen. Gell? Deswegen ist der Pollen etwas ganz Besonderes. Pollen gibt es im Handel. Wer hat schon mal Pollen gegessen? Da schau mal. Ein getrockneter Pollen, der ist wie Gras, der ist wie ein Getreide. Wie ein Getreidekorn, so trocken. Wie wenn du auf dem Getreidekorn bald rumkaust. Ein frischer Pollen, so wie ihn die Biene bringt, der ist weich wie Brot. Ich lasse euch das jetzt mal durch. Nehmt euch jeder da so ein Ding mit. Und da habe ich da mal so ein paar Schäle. Da dürft ihr dann mit dem Löffel halt nie zweimal gleich rein. Gell? Könnt ihr auch dann auch die Schäle ein bisschen durchlaufen lassen. Gell? Gell? Und probiert ihr. Das ist frische, nicht getrockneter Pollen. Wer Pollenallergiker ist, sollte eine ganz kleine Menge zuerst probieren, bevor er sich einen ganzen Löffel reinhaut. Löffel sind auch da. Gell? So. Ist alles aus dem Glas. Bitte nehmt den Löffel, gebt es euch auf die Hand und nehmt den Löffel nicht in den Mund. Das hat was damit zu tun, ich will euch den nachher noch das probieren lassen. Hast du schon im Mund gehabt? Egal, dann kriegst du nochmal einen Löffel. Nee, weil ihr sollt das auch probieren. Ihr sollt es da mit dem Löffel rausnehmen, auf die Hand tun und danach essen, weil das da hat nicht, jeder mag nicht deinen Löffel. Aber du kriegst einen neuen dann. Ist ja kein Problem für das. Ja. So, und den könnt ihr essen. Der schmeckt wie Brot, da kannst du eine ganze Handvoll essen. Aber der ist 5 bis 6 Mal so stark in der Wirkung wie ein getrockneter Pollen. Der gefrische Pollen, so wie er da ist, den gibt es im gesamten Handel nicht. Ich mache zum Beispiel 6 Tonnen, 5 bis 6 Tonnen im Jahr produziere ich. 5 von dem Pollen produziere ich 5 bis 6 Tonnen im Jahr. Und der wird von uns zu 95% nur in der frischen Form verkauft. Warum? Es gibt es im Handel gar nicht. Aber das ist absoluter Power. Das ist Power. Beim Pollen solltet ihr allerdings auf etwas besonders achten. Jetzt muss ich wieder auf die Qualität gehen. Weil Pollen ist nicht gleich Pollen. Das, was auf dem Handel, auf dem Markt ist, in Deutschland zum Beispiel, 80% vom Pollen, was ihr kaufen könnt, der kommt aus Spanien. Der spanische Pollen ist sehr stark pestizidbelastet. Finger weglassen. Bulgarischer, ungarischer Pollen das Gleiche. Was Sinn macht, Lettland, Estland, Schweden, kriegt er aber ganz extrem selten. Laut Landesanstalt für Bienenzucht in Celle, die bundesweite Studien gemacht haben, schon vor Jahren, haben gesagt, es gibt in Deutschland noch wenige Regionen, wo man bedenkenlos Pollen ernten kann. Das liegt am Raps und konventionelle Obst, aber hauptsächlich der Raps.
Die Pollenernte in Deutschland ist die Zeit der Rapsblüte. Es geht nur in der Zeit der Massenblüte. Im Sommer kann ich im Normalfall keinen Pollen ernten. Warum? Da die Natur, die Blütezeit ist im Frühjahr, dann kommt die Zeit der Reife und der Ernte. Und im Sommer ist ja viel weniger Blüten als wie im Frühjahr. Und dann brauchen die Bienen das, was im Sommer an Pollen kriegen und bringen, brauchen sie für sich selber. Das ist ja zur Ernährung der Brut. Der Imker kann da nur einen Teil wegnehmen. Und das nur in der Zeit des Überflusses, das ist die Zeiten der Rapsblüte. Die Bienen lieben den Raps, weil der sehr proteinreich ist, der Pollen. Und die fliegen da 2 Kilometer weit. Gell? So, also, auch bei deutschen Pollen mit Vorsicht. Pollen ist um ein Vielfaches intensiver. Das ist hochempfindlich. Eine Spritzung in die Blüte und die gesamte Blühperiode dieser Blüte ist verseucht mit Pollen. Die Biene kommt nach 8 oder 14 Tagen, die blüht bis zu 3 Wochen, wenn sie nicht bestäubt wird. Wenn sie bestäubt wird, fallen sofort die Blätter ab. Dann hat die Blüte ihre Aufgabe erfüllt. Wenn sie heute aufgegangen ist, bestäubt ist, am anderen Tag sind die Blüte weg. Wenn sie nicht bestäubt wird, blüht die bis zu 3 Wochen. Die wartet so lange, bis eine Biene kommt und die bestäubt. So. Und wie die eine Spritzung ist, der Pollen saugt es auf wie ein Schwamm. Das sind bienenungefährliche Mittel. Es macht der Biene nichts aus. Der Gesetzgeber schreibt seit Jahrzehnten bienenungefährliche Pestizide vor. Aber die Biene bringt dieses pestizidbelastete Produkt nach Hause. Der Imker erntet es, meint, er hat ein gutes Produkt oder verdrängt es. Kann auch sein. So, der Imker erntet, der Kunde kauft es bei dem und hat ein stark pestizidbelastetes Produkt. Von 50 Imker, die Imker, wo kauft man Pollen? Man kann es im Supermarkt manchmal kaufen, im Bioladen oder irgendwo so, da gibt es manchmal Pollen, gell? Oder natürlich beim Imker. Aber von 50 Imker, die Pollen verkaufen, ist einer dabei, der es produziert. 49 kaufen den Pollen. Warum? Die Pollentrocknungsanlagen, die Pollenreinigungsanlagen, die Pollenfallen, das ist alles viel zu teuer. Da ist mit mir halt nicht zu diskutieren dann, gell? Weil das ist einfach so. Wenn der Pollen untersucht wird, ja, den haben wir untersuchen lassen. Ja, wenn ich eine Untersuchung machen lasse, dann ist die immer gut, wenn ich das will. Ist ja klar. Gell? Also das ist ja Papier, was wertlos ist. Das muss man einfach sagen. Wenn ich weiß, das ist im Flugbereich, im Radius von mindestens 2,5 Kilometer, darf kein konventioneller Obstbaum und kein Raps sein. Die fliegen dahin. Bei mir ist ein Radius von 4 Kilometer meine Grenze. Das ist für mich tabu, das gibt es nicht. Weil ich will das nicht, wenn ich so ein Produkt ernten will, dass ich diese wertvollen Stoffe so versauen tue. Das kann es nicht sein. Die dies kaufen, die kaufen das aus gesundheitlichen Gründen. Und da haben Pestizide, ist ein No-Go. Ist wie beim Honig mit Pestizidrückstände. Toleranzgrenze. Da gibt es keine Toleranzgrenze. Wenn ich Montefiorù in Sardinien Pollen ernte, ja, der ist halt geil. Wenn ich den Pollen im Allgäu ernte, zwischen Isny und Oberstaufen, da weiß ich, der ist einfach sauber. Da gibt es keinen konventionellen Aufschlag und keinen Raps. Und die Wiesen, die werden gedüngt mit Gülle. Kann man darüber denken, über Nitrate etc. ist eine andere Geschichte, aber hat nichts mit dem Produkt, was aus dem Boden rauskommt, wie den Löwenzahn zum Beispiel und so weiter, was da drin ist. Die Pflanzen haben keine Pestizide. Und auf das kommt es drauf an. Wenn er beim Imker kauft, also mal nachfragen, die Imker kaufen das, die Imkerzeitungen sind voll mit Annoncen, wo spanischer und so weiter ist. In der Regel, wenn er das irgendwo sieht, steht nie drauf, woher der Pollen kommt, da steht da meistens bloß so ein selber gedrucktes Etikett drauf. Und da steht es, wenn ich das natürlich mache, als großer Betrieb, dann kostet mir das 5.000 Euro Geldstrafe, weil die Deklarierung nicht korrekt ist. Aber wo kein Kläger, kein Richter. Und wer deutscher Pollen hat zum Beispiel, also eigenproduzierter Pollen, der schreibt es drauf. Er hat einen Wettbewerbsvorteil, er kriegt mehr Geld. Wenn es nicht draufsteht, dann gehen schon die roten Lampen an. Also Qualitätsbewusstsein. Der frische Pollen, wie schon gesagt, gibt es im Handel gar nicht. Der Nachteil ist, er muss tiefgefroren gelagert werden. Wenn wir den ernten, täglich werden die Pollenfallen geleert, die kommen sofort in die Gefrierkammer, am gleichen Abend werden tiefgefroren. Und dann im tiefgefrorenen Zustand werden sie über Gebläse und über Siebe gereinigt, dann ist das reine, saubere Produkt da. Da will da ja kein, was weiß ich, eine tote Biene oder sonst was drin haben, ist ja nicht gerade appetitlich dann, muss ja nicht sein. Also der muss sauber sein
Und dann wird er vermarktet oder verarbeitet. Wenn er verschickt werden muss und er taut 2 bis 3 Tage auf, während dem Transport, macht dem Pollen gar nichts aus. Aber wenn er zu Hause ist, dann muss er sofort in die Gefrierrinne. Ihr könnt ihn aus dem Gefrierschrank raus essen. Im gefrorenen Zustand, der bleibt so, wie er da ist. Der pappt nicht zusammen. Aber das ist richtig was ganz Tolles. So, die Tagesdosierung beim Pollen sollten sein. Also Qualität haben wir, was drin ist, haben wir auch. Tagesdosierung. Wenn man rein Pollen zu sich nimmt, sollten das 2 Teelöffel pro Tag sein. Wenn man nur den Pollen nimmt. Gell? Pollen hat verschiedene Wirkungen. Baut natürlich das Immunsystem auf. Kann man sich vorstellen, aufgrund dem, was alles da drin ist, dass es eine Einwirkung auf das Immunsystem hat, ist ja klar. Das kann ich bei allen Bienenprodukten eigentlich sagen. Beim Pollen, beim Propolis, beim Honig, beim Gelloreal, überall aufgrund der Inhaltsstoffe baut es das Immunsystem natürlich auf. Klar, das hat was mit den Inhaltsstoffen zu tun. Pollen ist absoluter Power für die Leber und fürs Blut. Richtig schlechte Blut- und Leberwerte, die seht ihr innerhalb von 2 bis 3 Wochen beim Arzt. Auch bei richtig dicke Problemen. Und wenn er den Pollen, jetzt komme ich schon auf die Bienenproduktmischung, die muss ich immer wieder mit reinnehmen. In der Bienenproduktmischung ist die Wirkung dermaßen stark, dass ihr auch bei, ihr seht die Blut- und Leberwerte, jetzt Cholesterin mal ausgeklammert, das ist zu über 90% genetisch bedingt und über Ernährung nicht oder kaum zu beeinflussen. Aber sonst, die gesamte Blutwerte werden hervorragend. Dr. Irmer kennt ihr, oder? Sagt euch was. Von der deutschen Krebs. Wie nennt sich's? Vom Krebsforschungszentrum, von der biologischen Krebsforschungszentrum, ist der Dr. Irmer und Dr. Inter sind ja die Leiter der deutschen biologischen Krebsforschung. Das ist ja, das sind ja die Koryphäen, das sind ja Leute mit internationalem Ruf. Die kennen zum Beispiel diese, unsere Bienenproduktmischung im Krebsbereich. Warum? Chemotherapien werden in der Mischung wird die Wirkung so verstärkt von den Pollen, dass Chemotherapien hervorragend vertragen werden, ohne diese bekannten Nebenwirkungen. Das hat was damit zu tun, weil es der Power für die Leber ist. Also alle Lebererkrankten sollten ja 2 Teelöffel frische Bienenproduktmischung. Also weil da, man kann den Pollen nehmen, aber es könnte jetzt ja sein, jemand ist auf Propolis allergisch. Dann muss er auf den frischen Pollen nehmen. Aber in der Bienenproduktmischung ist diese Wirkung ganz besonders verstärkt und noch stärker als, ich habe euch vorher erzählt, die Wirkung der einzelnen Stoffe wie Pollen, Propolis, Gelloreal ist in der Mischung wesentlich stärker, als wenn man die Stoffe einzeln zu sich nimmt, weil die sich untereinander sehr stark ergänzen. Und diese Wirkung wird so verstärkt bei der Leber, der Pollen allein ist schon für die Leber Hammer, aber in der Mischung so stark, dass Chemotherapien hervorragend vertragen werden, ohne diese bekannten Nebenwirkungen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Die Medikamente, was ja auch Gifte für den Körper sind und starke Gifte, die müssen über die Leber abgebaut werden. Und wenn die Leber das nicht mehr packt, dann wird es eben halt einfach speiübel und übel. Daran liegt es. So, und da ist der Pollen, der gibt richtig Power für die Leber. Bei den Blutwerten sieht das Gleiche aus. Die kriegen erstklassige Blutwerte, Cholesterin jetzt ausgeklammert. Gell? Da kann ich jetzt keine Garantie geben. Aber die anderen Blutwerte werden hervorragend. Im Krebsbereich zum Beispiel, wenn zwischen den Chemotherapien müssen sich die Blutwerte, sprich Leukozytewerte, wieder normalisieren. Erst dann kann die nächste Chemo gemacht werden. Gell? Wisst ihr. Wenn sich die Blutwerte nicht mehr erholen und der Körper sich nicht mehr erholt, ist er ausgelaugt, fertig, dann spricht man von austherapiert. Warum? Ich kann keine Chemo mehr machen, ich kann nichts mehr machen. Das heißt, das war's. Kann der Naturheilpraktiker noch, wenn er gut ist, noch ein bisschen was bewegen. Aber die Schulmedizin ist dann am Ende. Auch austherapierte Leute, wo sich die Blutwerte nicht mehr erholen, haben innerhalb 8 Tagen normale Blutwerte. Diese Eigenschaften kennt der Dr. Irmer und Dr. Indres. Wie sieht das bei Leukämie aus? Bitte? Leukämie? Bei Leukämie? Wir haben 2 verschiedene Arten von Leukämie natürlich, wisst ihr. Gell? Im Leukämiebereich, das ist natürlich, da ist eine andere Richtung. Es heilt nicht die Leukämie. Es gibt eine Ausnahme. Und das ist die chronische lymphatische Leukämie. Warum? Warum ist das? Wo ist die Ursache der chronischen lymphatischen Leukämie? Wo hat sie ihren Ursprung? Der andere hat sie im Knochenmark. Gell? Die chronische lymphatische Leukämie hat die Ursache in der Milz.
Und darin liegt der Knackpunkt. Die Milz und die Leber, die sind sehr eng miteinander verwoben. Und bei der chronischen lymphatischen Leukämie, jetzt gehen wir auf diesen Bereich schon mal ein, da bauen sich die Leukozytenwerte permanent auf. Bei 50, 60, zwischen 50 und 100.000, je nachdem, oder auch 150.000, macht man Chemotherapie, dann haut es das wieder runter, die Leukozytenwerte, und dann geht der Zirkus wieder los. So, und das geht immer ein permanentes Auf und Ab. Gell? Diese Abstände werden natürlich immer geringer im Laufe der Zeit, je lange das geht. Also zwischen Chemotherapie und Zeit zwischen Anfang und Ende der Chemotherapie, die Zeiten werden immer kürzer im Laufe der Jahre. Das kann man ja mehrere Jahre haben. Und wenn das nicht mehr passiert, auch dann spricht man von austherapiert. Dann kann man keine Chemo mehr machen, weil sie nicht mehr wirkt. So, auch dann war es das. Die andere Seite ist, die haben diese bei chronischer lymphatischer Leukämie, diese Leute haben auch ein sehr stark körperlich eingeschränkt, die Leistungsfähigkeit. Also die sehen keine Kraft mehr, die machen eine halbe Stunde Hausarbeit und dann liegen die ab. Das ist einfach Feierabend. Bei der chronischen lymphatischen Leukämie, ich habe bestimmt mehr wie 50 Leute mit chronischer lymphatischer Leukämie. Einhellig, innerhalb von 8 bis 12 Wochen bauen sich die Leukozytenwerte bei der chronischen lymphatischen Leukämie, was ja nun mal ein permanenter Anstieg hat, bauen sich die Leukozytenwerte zwischen 10.000 und 20.000 Einheiten ab. Das heißt, der ganze Prozess, der geht nicht mehr so, der geht jetzt plötzlich so und dann geht er mit der Kurve runter. Je länger das geht und je mehr wir Richtung Normalwert gehen, umso langsamer geht das, der Abbau. Das geht aber bis auf Normalwert. Das dauert zwischen 2 und 5 Jahre, bis die Leute auf Normalwert sind, von der Leukozytenwerte. Der Arzt macht gar nichts mehr. Warum? Die Leukozytenwerte bauen sich nicht mehr auf, sondern der Prozess ist umgedreht, der macht kein Chemo mehr. Der hat ja keinen Bedarf mehr, weil wenn der Prozess umgedreht ist, macht er nichts mehr. Braucht er ja nicht. So, wenn die Leute innerhalb der Zeit bei erhöhter Leukozytenwerte noch bei 15.000, 20.000, 30.000 aufhören, dann geht es so und dann geht es so und dann geht es wieder hoch. Wenn die Leute aber mal auf Normalwert sind, Normalwert ist zwischen 5.000 und 10.000 Leukozytenwerte, wenn wir auf Normalwert sind, also unter 10.000, 7.000, 8.000 und die nehmen es dann nicht mehr, dann bleibt es auf Normalwert. Es geht nicht mehr hoch, wenn sie auf Normalwert mal sind. Das heißt, die Erkrankung ist gar nicht chronisch. Es muss nur von alleine mit Unterstützung, nicht mit Chemo, auf Normalwert gehen. Und da muss man wissen, das hat was mit der Milz zu tun. Ein guter Heilpraktiker, der unterstützt natürlich bei chronischer lymphatischer Leukämie mit Pflanzenpräparaten zum Beispiel, kann man die Milz natürlich ebenfalls noch stark unterstützen. Da gibt es bestimmte Mischelpräparate oder was weiß ich, Distel oder was es da alles gibt. Da gibt es ja verschiedene Sachen, wo man die Milz nur gezielt unterstützen kann. Gell? Was auch noch wichtig ist, die Leute sind ja körperlich eingeschränkt, habe ich gesagt. Die haben keine Kraft mehr. Die haben innerhalb von 4 Wochen ihre volle körperliche Leistungsfähigkeit wieder. Das heißt, die fühlen sich wie gesund. Der Arzt macht nichts mehr, der Prozess ist umgedreht, die haben ihre normale Lebensqualität. Ja, was wollen wir eigentlich mehr? Und die Erkrankung ist nicht chronisch, sie muss nur auf Normalwert sein. Erst dann, wenn man es dann aufhört, wenn das auf 7.500 ist, Leukozytenwerte, weil irgendwann hängt es ja die Leute zum Hals raus, die können ja dann die Sorbiner-Produktmischung, den Herkules, nicht mehr riechen. Ich esse zwar schon seit 25 Jahren, mir schmeckt er heute noch, aber ich nehme mal meinen kräftigen Löffel jeden Tag, haue mir den rein, meinen Kaffee hinterher, fertig. Das mache ich schon seit 25 Jahren. Gell? So, der steht bei mir auf dem Frühstückstisch. Ohne dem gehe ich nicht zum Haus raus. Bitte? Nehme ich die Pollen in Honig am besten auf leeren Magen oder ist es egal? Der Pollen würde ich jetzt sagen, wer einen sehr empfindlichen Magen hat beim Blütenpollen, nimmt den, also während der Mahlzeit oder danach, ist am besten, wer einen empfindlichen Magen hat. Wer jetzt keinen empfindlichen Magen hat, der nimmt halt, wann er es will. Gell? Und was passiert, wenn ich mehr als 2 Teelöffel nehme? Bitte? Wenn ich mehr als 2 Teelöffel nehmen würde. Wenn du jetzt hergehst und du isst jetzt zum Beispiel Bienenbrotmischung oder isst jetzt das ganze Glas auf, dann hast du eine totale Übervitaminisierung
wo aber dein Körper, wenn diese Vitamindosierung in Tablettenform zu dir nimmst, dann bist du im Krankenhaus. Wenn du das hier nimmst, der Körper, das ist ein Naturprodukt und das ist eigentlich das Schöne, das ist ein Nahrungsmittel. Der Körper nimmt sich das raus, was er braucht und der Rest wird abgeführt, fertig. Ich habe Leute gehabt, die haben Bienen Produktmischung in ein halbes Glas in einem Tag gegessen. Ich habe ihn wirklich. Da sage ich, ja, bist du wahnsinnig, was isst du eigentlich? Das war lecker, der hat mir geschmeckt und hat da gefuttert und hat in einem Tag ein halbes Glas leer gegessen. Da war gar nichts. Der hat halt einen Power gekriegt. Der Kerl ist richtig gestanden. Fertig. Mehr ist da passiert dabei nichts. Hat halt ein bisschen Geld gekostet, aber das war dem auch egal. Dem hat er halt geschmeckt. Die Überdosierung findet nicht statt. Das Einzige, was passieren kann, wenn du zu wenig nimmst, das ist es. Nochmal einmal kurz zu der Leukämie zurück. Also auch im Akutfall, auch wenn du anfängst, immer nur diese zwei Löffel am Tag. Nicht nein. Das ist nicht richtig. Wenn jetzt jemand im Krebsbereich ist, ganz speziell, wenn die Leute kommen ja aus der Klinik raus, gell? Die sind fertig, die stehen nicht mehr auf, die sind einfach platt, wenn die mal austherapiert sind. Die sind einfach fertig. Die können 3, 4, 5 Löffel am Tag nehmen, aber die sind innerhalb von 3 bis 5 Tagen, innerhalb einer Woche wieder auf die Beine, die kriegen Kraft. Die Bienenproduktmischung ist sehr stark vitalisierend. Ich habe meine Bienenproduktmischung bewusst Herkules genannt. Ist auch markengeschützt, habe ich extra schützen lassen, dass man den Namen keiner klaut. Aber ich sage es euch, der Name wurde gewählt wegen dieser Kraft. Das hat was mit verschiedenen Faktoren zu tun, unter anderem mit dem Schiller-Royal-Lauf, das komme ich aber noch. Ich möchte es jetzt nicht gerade vorgreifen, warum das so stark vitalisierend ist. Wie war deine Frage nochmal? Im Akutfall, wenn du körperlich runter bist, 3 bis 5 Löffel, das macht gar nichts aus. Aber der Honig in der Bienenproduktmischung muss natürlich eine gewisse Menge drin sein. Das ist jetzt mal ganz wichtig. Jetzt erkläre ich einfach mal die Bienenproduktmischung, warum die so wichtig ist. Ich habe ja gesagt, der Honig geht über die Magenschleimhäute sofort in den Blutkreislauf. Nein. Der Honig ist unter anderem auch ein sehr starkes Konservierungsmittel. Aufgrund seiner Zucker. Gell? So. Von meinem Finger, das ist jetzt ein angebrochenes Glas natürlich, ich habe ja den Pollen verteilt, wenn ihr wollt, ihr dürft das auch komplett aufessen. Von meinem Finger an, diese Menge von diesem Glas an frischem, nicht getrockneter Pollen ist in einer guten Bienenproduktmischung drin. Fast ein ganzes Glas Pollen. Wenn man den natürlich mit dem Honig vermischt und mehrere Tage rührt, dann lösen sich die Pollenkörner auf, weil die sind ja eigentlich bloß im Mühbereich der Pollen. Das ist im 1000. Millimeterbereich, nur von den Bienen sozusagen gepackt. Und dann entsteht diese Konsistenz. Gleichzeitig gehört da so ein Fläschchen Gelo-Royal rein, von der Bienenmilch, wo ich noch erkläre, und so von meinem Finger an, das ist jetzt Propolis-Extraktpulver, das Propolis, von meinem Finger an diese Menge an Propolis ist da in jedem Glas drin. Das gibt es in dieser Form nirgends. In dieser hohen Dosierung und mit dem frischen Pollen. Wenn ihr mal ein Bienenpower oder irgend so ein Zeug lest irgendwo, kostet dann so ein Gläschen 10, 12 Euro. Könnt ihr stehen lassen, hat keinen Wert. Da steht drauf mit Pollen, Propolis und Honig. Steht nie drauf, wie viel drin ist. Und der Pollen, der drin ist, da wird ein getrockneter Pollen aus dem Handel genommen, der wird gemahlen und eingerührt. Wenn ich so eine Deklarierung mache, dann nehme ich ein 100 Kilo Fass Honig, nimm eine Handvoll Pollen, so eine Handvoll, ein Pfund Pollen, kostet nicht so viel. Mal den, schmeißt den rein, nimm eine Pimpette, mach 2 Tropfen Gelo-Royal rein und mach eine Messerspitze Prise mit Propolis und lass das auch rein und rühr das Ganze drin und schreib auf dem Etikett drauf, Honig mit Pollen, Propolis und Gelo-Royal. Null Wert. Könnt ihr genauso guten Honig nehmen. Warum? Es ist kein homöopathisches Mittel. Die Homöopathie ist eine andere Richtung. Wir sprechen hier von Wirkungen, wo Inhaltsstoffe Einflüsse auf unseren Körper haben und dazu gehört Material her. Und das ist, ich schaffe im hochdosierten Bereich, da ist richtig Dampf drin in der Bienenproduktmischung. Und das ist das, was Sinn macht. Und das bringt dann was. Und dann spürt er was. Wer die medizinische Wirkung will, jetzt machen wir mal gerade kurz mal eine Bienenproduktmischung, einen kräftigen Teelöffel jeden Tag, wer rein prophylaktisch schafft. Also deswegen nehme ich jeden Tag meinen Löffel.
Wenn ich die medizinische Wirkung will, brauche ich 2 Teelöffel. Und das ist ganz wichtig. Wer dann medizinische Wirkung will und braucht und nimmt bloß 1 Teelöffel, der hat nicht oder kaum die Wirkung. Da braucht er 2. Bei starken Schwächezuständen, Krebspatienten, die aus der Klinik kommen und so weiter, die können 3, 4 nehmen. Aber das ist dann richtig Dampf. Okay? So, aber Bienenproduktmischung kommen wir noch einmal spezieller noch zu. Vom Pollen, dass wir jetzt nochmal die Wirkung vom Pollen haben. Also, gesagt für Leber und fürs Blut. Ja? Teelöffel. Power für die Leber und fürs Blut, das hatten wir. Pollen erhöht die Fruchtbarkeit des Mannes und der Frau sehr stark. Bei Kinderwunsch. Das kann ein Warnhinweis sein, das kann aber gezielte Wirkung sein. Gell? Bei den Männern erhöht es die Spermienanzahl und deren Beweglichkeit. Bei den Frauen wird die Follikelbildung sehr stark gefördert. Das sind die 2 Gründe, warum das sehr stark auf die Fruchtbarkeit des Mannes und der Frau einen sehr starken Einfluss hat. Und wenn es beim Papa klemmt, das lüpft der Vater. Kommst du ja später dazu. Gell? Nur hat es noch Zeit. Aber ist gut, wenn man es weiß. Man sagt, der Blütenpollen ist das Viagra des Imkers. Auch eine starke Schwellung der Prostata geht zurück bei Einnahme von Pollen. Das dauert zwar langsam, bis sich die Prostata wieder zurückbildet, aber prophylaktisch schon gleich mal vorgeschafft, kriegt man erst gar kein Problem. Und wenn man schon ein Problem mit dem Wasserlassen hat, das mit dem Wasserlassen in der Bienenproduktmischung, die wirken so stark, das merkt man innerhalb von 1 Woche. 8 bis 10 Tage, dann läuft die Suppe wieder. Gell? Aber auch die Prostata bildet sich wieder zurück, aber das dauert langsamer, das geht über Monate. Gell? Aber wenn der Prozess anderweitig angegangen wäre, kann, ist es besser, wenn die Operation ist. Also übrigens nicht die meisten Operationen. Gibt es da ein Buch zu? Ich bin gerade an meinem Fachbuch am Schreiben. Ja. Wenn ich jetzt da in meine Rente gehe und ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann gibt es ein gutes Fachbuch. Ich bin schon 1000-fach gefragt worden. Gell? Ich bin jetzt bei Seite 20, 30 in den letzten paar Jahren. Das ist gar nichts. Das Buch muss mindestens 200 Seiten haben. Gell? Ist immer sehr aufwendig, sowas ein Buch zu schreiben, weil es muss ja richtig Sinn haben. Gell? Wie ist das bei den Kindern? Bei Kindern Blütenpollen sehr zu empfehlen. Auch dieselbe Menge? Oder? Kinder sind im Wachsen. Wenn sie Kinder haben, gell? Das ist doch gut für die Lernfähigkeit. Auch die Bitte? Für die Lernfähigkeit. Ja, aber das ist nicht der Pollen, das ist das Schellerial. Auf das komme ich aber noch. Und da müssen wir etwas beachten. Gell, beim Schellerial. Aber ich möchte nicht alles jetzt durcheinander bringen, dass wir uns komplett durcheinander sind. Aber beim Pollen prinzipiell auch Bienenproduktmischung. Bei den Kindern sehr zu empfehlen, und zwar die gleichen Dosierungen. Warum? Die Kinder sind im Wachsen. Die brauchen ganz andere Nährstoffe. Der Körper muss jetzt wachsen. Sie sind ausgewachsen. Ihr Körper braucht nicht mehr viel. Erhalten. Zur Erhaltung. Es ist egal, ob jetzt ein 3-jähriges Kind oder, ja, der kann einen Löffel Herkules nehmen. Ich sage euch was, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es ist eine Muskelschwundkrankheit, was ganz kleine Kinder befällt. Da wurde doch mal vor ein paar Jahren, mir fällt der Name nicht ein, da wurde mal so eine Spritze versteigert oder verlost in der Bildzeitung, wo so eine Spritze 1 Million kostet oder was. So ein Medikament ist das Einzige, was da hilft. Mir fällt der Name nicht. So ein Muskelschwund, wo die Kinder haben eine Lebenserwartung, sterben meistens bei 2, 3 Jahre weg. Ganz selten, dass sie älter werden. Gell? Von meiner Tochter, der Lebensgefährte, dem sei Schwesterle hat es. Und das Kind war 3 Jahre alt und hat ein Gewicht gehabt von 20 Kilo. Konnte nicht laufen, nur krabbelt, ein ganz helles, waches Kind. Also Geist hat es gehabt, aber der Körper war einfach durch den Muskelschwund. Und die hat so eine Spritze gekriegt, die hat ein bisschen geholfen, aber nicht viel. Gell? Und das habe ich dann durch Zufall erfahren. Dann habe ich mir die Mama mal geschnappt und gesagt, pass mal auf, da könnte man eventuell was mit der Abitherapie machen. Ich war 2 Jahre alt. Man muss wissen, das hat nur auf dem Boden gesessen und konnte nicht stehen. Und ist bloß so ein bisschen grob, aber mal so 1/2 Meter, mehr nicht. Geschweige denn was, ein Glashalter, keine Chance. So schwach. Gell?
Dann sage ich, ja, was man da machen kann und so. Dann habe ich das erklärt. Bienenproduktmischung, Gel Royal und Propolis. Das Kind hatte im Rhythmus von 14 Tagen starke Fieberschübe mit 40, 41 Grad gehabt. Das hat natürlich extreme Entzündungen im Körper gehabt und hat ganz starke Fieberschübe gehabt. Im Rhythmus von 14 Tagen. Gell? Richtig, also die Eltern haben schon mitgerechnet, also das nächste Jahr packt es nicht mehr. Das Kind kriegt am Tag, habe ich dann in diesem kleinen Alter, habe ich gesagt, 3 Gramm Gel Royal, wie der Daumennagel so groß Propolis pro Tag und 2 Teelöffel Bienenproduktmischung. Die nimmt es jetzt schon seit 3 Jahren. Heute läuft sie wieder, die läuft, die ist innerhalb von 14 Tagen nach Einnahme, da ist sie durchs ganze Zimmer mit 8 Meter gerobbt und da haben sie schon angefangen, die Zeit zu messen und hat sich schon angefangen, hochzuziehen. So hat das Kind der Kraft gekriegt. Die hat Gewichtszunahme gehabt, die hat jetzt ein normales Körpergewicht für ein normales Kind innerhalb von 3 Jahren. Hat natürlich auch Sehnenverlängerung gekriegt, hat 2 OPs oder 3 gehabt, weil die Sehnen waren durch das extrem lange Nicht-Laufen verkürzt. Gell? Die läuft heute wieder und wird jetzt im September wird sie eingeschult in der Schule. Die Ärzte, sind 2, 3 Ärzte, die und ein Physiotherapeut und so weiter. Der eine Arzt sagt, ja, der hat das abgetan wie der andere. Die anderen, alle, egal was sie gemacht haben, das ist ein Wunder, was hier passiert, hören sie bloß nicht auf damit. Das Kind mag das natürlich nicht. Den Herkules esse ich nicht, den schmeckt mir nicht. Ich sage, ab in den Orangensaft die Tagesdosierung, nein, das trinkt sie jeden Tag. Die mag es bis heute nicht, den Herkules oder die Bienenproduktmischung. Da geht es halt in den Orangensaft, nein, das weiß ich gar nicht. Gell? Um ein Beispiel. Also die Bienenprodukt, die Abitherapie, ist etwas ganz, ganz Besonderes. Es muss nur fachlich richtig angewandt werden, aber dann ist es Hammer. Ist wirklich Hammer, Hammer. Gell? Auch bei diesen ganz schweren. Es gibt natürlich Sachen, wo wir auch an unsere Grenzen kommen. Das ist jetzt wie bei der normalen Leukämie zum Beispiel oder so. Es gibt bestimmte Formen, wo es bei den Leukämien wird. Aber wie schon gesagt, bei der mediterranen Anämie zum Beispiel, sagt euch das was? Das ist ähnlich der Sichelzellenanämie. Das ist eine genetische Bluterkrankung, wo das findet man im mediterranen Bereich, besonders auf den Inseln. Da ist der Genpool geringer und das ist ein zu kleines Hämoglobin. Das Hämoglobin ist zu klein. Man kann das aber auch nicht über Bluttransfusionen oder durch mehr machen, dann verklumpt es sozusagen. Also da gibt es keine Heilmittel dagegen. Lebenserwartung liegt bei 40, 45 Jahren. Ein Großteil stirbt während der Pubertät. So, die Pubertät überstehen, 40, 45 Jahre, dann erschöpft sich das Hämoglobin. Das heißt, der Hämoglobinwert fällt ab. Bei 5 Hämoglobinwert oder so kommen sie ins Krankenhaus, der fällt weiter ab, es gibt keine Mittel, die helfen. Aber nach 2, 3 Tagen haben die bloß nur 3, 3,5, dann sterben sie oder kommen heim zum Sterben und das war's. Auf Sardinien gibt es viel. Das war vor Jahren, eine Nachbarin hat es von mir gehabt. Die kannte ich schon, die war immer so ein bisschen käseweiß, ein ganz lieber Mensch, eine liebe Frau, die ich viele Jahre schon gekannt habe. Da waren wir auf Freundschaftsverhältnis und irgendwann komme ich nah und dann sitzt sie auf dem Stuhl wie ein Häufle Elend. Die konnte nicht mehr aufstehen, total schwach. Da sage ich, Theresa, was hast du denn? Und dann sagt sie, ah, Rainer, meine Zeit ist abgelaufen, sagte zu mir. Die Frau war 44. Dann sage ich, hey, was hast du? Ja, weißt du, dann hat sie mir das erklärt, ich habe mediterrane Anämie und ich habe jetzt nur 3,5 oder 3,6 Hämoglobin und es war's, da gibt es nichts, was hilft. Dann sage ich, du, Theresa, du kriegst ein Bienen, ich mache dir jetzt was. Da isch dir jetzt so viel du kannst. Dann bin ich rüber, die ist bloß ein paar hundert Meter von mir weg gewesen, bin ich heim, ich habe ja alles da, mein Gel Royal, mein Propolis, mein Honig, mein frischer Pollen aus der Früh raus und habe so ganz einmal voll zusammengerührt. Dann bin ich zu Renan und sage, Theresa, das ist jetzt so viel du kannst. Da kann ich keine Dosierung sagen.
Gell, und zu viel kannst du nicht essen. Sagt sie, Rainer, da hilft nichts. Sage ich, Theresa, mach mal einen Gefallen, vielleicht hilft's. Ich kann da nichts versprechen. Natürlich, sie hat es gemacht. Gell? Hat ihn gefuttert. Gell? Hat er nicht geschmeckt, aber sie hat ihn gegessen. Der ganze Tag hat sie da auch nicht gelöffelt. Ich bin wieder gegangen, bin zu meinen Bienen gegangen, habe da wieder geschafft. Nach 3 Tagen gehe ich her. Denke, ach, guckst mal, macht der Theresa vorbei. Bin ich vorbeigegangen. Nach 3 Tagen steht die im Garten und häckelt Unkraut. Sage, hey Theresa, was ist mit dir los? Oder am vierten Tag, also kann auch der 4. Tag gewesen sein. Sage, jetzt wolltest du eher sterben, jetzt häckelst du Unkraut. Dann sagt sie, du Rainer, ich habe ja wirklich deine komische Mischung da gegessen. Hat mir nicht geschmeckt, aber weißt du was, am 1. Tag habe ich nichts gemerkt. Am 2. Tag ist mir es mal besser gegangen und am dritten Tag, ist mir es wieder richtig gut. Ich war heute Morgen beim Doktor gegangen, sagt sie. Der Doktor hat so Augen gemacht, der hat ja gemeint, der muss jetzt noch kommen, der Totenschein ausstellen. Dann hat er meinen Hämoglobinwert gewesen, ich habe 8,5 Hämoglobin, Höchstwert. Von 3,5 auf 8,5 ist der hinauf, was normalerweise nicht möglich ist bei der Erkrankung, was gar nicht stattfindet. Da gibt es auch keine Medikamente, wo du das Hämoglobin wieder stärken kannst. Gell? Sie hat den Herkules, Entschuldigung, die Bienenproduktmischung täglich gegessen. Jeden Tag 2 Teelöffel. So, da ging es dir immer gut. Wenn sie dann mal nicht gegessen hat, weil es ihr wohl ging, das hat dann 3 Tage gedauert, 2 bis 3 Tage, dann ist das Hämoglobin sofort abgefallen. Hat ich das schön weitergegessen. Das hat sie 4 Jahre gegessen. Und ich wollte im Dezember runterkommen nach Sardinien, bin aber erst im Ende Januar da. Konnte nicht, also ging einfach nicht, dann war ich über längere Zeit, ein paar, 2, 3 Monate war ich nicht da. Dann komme ich nach, fahre ja oft bei der Maria da vorbei, wo die Theresa wohnt, bei ihrer Mutter. Und Aufregung mordsmäßig im Haus, Theresa tot. Dann sage ich, ja, was ist jetzt los? Ja, die ist gestorben. Dann sage ich, ja, warum ist die gestorben jetzt? Die Medizin ist ausgegangen. Die Bienenproduktmischung, dann sage ich, Maria, gibt es ein Telefon? Wenn das sein muss, du weißt, die muss das jeden Tag nehmen. Sie hat schon ein paar Mal, wenn sie es genommen hat, bricht ab. Sagt sie, ja, aber mir gemeint, das langt. Das hat 3 Tage gedauert, war die tot. Das hat natürlich die Runde gemacht, weil es da unten das viel gibt. Wir haben ja heute zur Zeit 30, 40, 50, ich kann es jetzt einmal sagen, wo bereits so waren, wo das, jetzt geht es natürlich der Runde, die wo jetzt mediterrane Anämie haben da unten, das hat es da viel, in dem Umkreis, wo ich da bin, geht es gerade rum und die futtern das alles. Jetzt habe ich extra, und da ist nochmal einer gestorben, dem ging er auch aus und daraufhin habe ich dann ein Depot gemacht. Dass meine Mitarbeiter, dass da immer Bienenproduktmischung da ist, dass es ja auch nicht ausgeht. Weil wenn sie den nicht haben, das putzt die jetzt. Seit einem oder dreiviertel Jahr soll die unbedingt runtergehen nach Cagliari, da ist die Spezialklinik für mediterrane Anämie. Jetzt haben die das da unten mitbekommen, weil das die Ärzte denen mitgeteilt haben. Da ist einer, der macht etwas, was denen gut tut. Jetzt wollen die das da unten wissen. In Cagliari in der Spezialklinik. Muss ich dringend runter, ich habe keine Zeit. Es geht natürlich nicht. Gell? Aber, dass man weiß, aber die Wirkung, die kommt hauptsächlich aus dem Gel Royal raus. Aber in der Bienenproduktmischung entsprechend verstärkt. Gell? Aber das Gel Royal ist ein separates Thema. Also, Pollen haben wir mal durch in den Wirkungen Blutwerte, Leberwerte. Da ist es sehr stark im Bereich der Fruchtbarkeit, im Bereich Prostata. Natürlich für das Gesamtempfinden, Immunsystem, ganz klar, ist der Blütenpollen ganz arg wichtig und der frische Pollen. Absolut dem Getrockneten vorzuziehen. Bei Pollenallergie wird er zur Desensibilisierung eingesetzt. Laut Immunologischen Institut in München ist der Desensibilisierungserfolg bei von Bienen gesammelten Pollen bei über 90%, wenn man mindestens 3 bis 4 Monate vor der betreffenden Blühperiode täglich von Bienen gesammelten Pollen zu sich nimmt. Wenn man das dann durchzieht bis zum Jahr drauf, habt ihr aller Wahrscheinlichkeit nach die Pollenallergie weg. Woher kommt das? Ganz einfach. Der Blütenpollen ist ja im Mühbereich, also im 1000stel Millimeter Bereich. Und der hat ja ganz futuristische Formen.
Damit werden ja Pollenanalysen gemacht in allen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel Prähistorik, Kriminalistik, Honiganalyse, Sortenanalyse. Das wird alles über diese Pollen gemacht, weil das wird im Mikroskop angeguckt und da kennt man, jede Pflanze hat eine andere Form. Und diese Formen, die Außenhautform von den Pollen, das ist das, was die Allergie auslöst. Und ihr seid gegen windbestäubende Arten allergisch, wie Birke, Hasel, Erle, Gräser, Roggen. Und die Bienen, habe ich erzählt, die sammeln die insektenbestäubende Arten. Nur wenn es gar nichts anderes gibt, nehmen sie das andere. Jetzt im Frühjahr zum Beispiel sieht man sie an der Hasel. Zum Beispiel, da sieht man das, da holen sie an den Würstle, holen sie den Pollen. Der hält aber ganz wenig Proteine, aber das machen sie, weil es nichts anderes gibt. Wenn die an Krokuspollen oder ein Schneeglöckle sehen, da gehen sie sofort rein, das holen sie gleich. Das, wenn da genug da ist, dann gucken sie das nicht mehr an. Gell? Das machen die, nur, aber im Normalfall nehmen sie diese windbestäubende Arten nicht. Warum? Weil da keine Proteine drin ist und zu wenig da ist. Und ihr seid gegen windbestäubende Arten. Und die Ähnlichkeit dieser Formen, mit den, die windbestäubende mit den insektenbestäubende Arten, die Ähnlichkeit bewirkt die Desensibilisierung. Die Nichtgleichheit bewirkt, dass man im Regelfalle nicht darauf reagiert. Im Regelfalle. Von 50 ist einer dabei, der auch die insektenbestäubende Pollen nicht verträgt. Und deswegen beim Pollenallergiker, da nimmt man ein stecknadelgroßes Stückle und tut es auf die Zunge drauf. Eine ganz kleine Menge. Wenn der allergisch drauf reagiert, dann juckt und beißt es, dann trägt man was hinterher, dann war es das. Wenn der sich aber von der Bienenproduktmischung und vom Pollen erst mal gleich einen Löffel voll reinhaut, dann kommt der Notarzt. Das ist mir auf dem biologischen Krebstherapiekongress vor, glaube ich, 5 Jahren passiert. Ein Nachbar, da habe ich auch meine Sachen präsentiert, war ein Nachbar hin, also ein Aussteller, der sagt auch, jetzt, weißt du was, darf ich mal deinen Herkules da mal probieren mit dem frischen, mit dem Zeug. Sage ich, ja, aber weißt du, ich brauche ein bisschen was, ist also ein richtiger Keller. Du erklärst es die ganze Zeit und hast deinen Vortrag abgekehrt. Das wäre jetzt genau, sage ich, ja, nimm halt. Der nimmt sich einen Esslöffel und kaut sich den Esslöffel rein und drückt den rein und war allergisch drauf. Da kam wirklich auf den Kongress, kam der Notarzt. Einmal im Jahr kriege ich einen Anruf vom Kunde, sie aber, ihr Ding, der hat mich hier das Leben gekostet. Wenn meine Frau nicht gewesen wäre oder wie auch immer, die kriegen richtig einen aphylaktischen Schock, also da geht es richtig zur Sache dann. Deswegen, wer allergisch ist oder prinzipiell nicht gleich eine große Portion reinhauen, eine kleine Menge erst testen, verträgt das. Es gibt in seltenen Fällen allergische Reaktionen, das ist einfach so. Und viele Leute wissen es zum Teil auch gar nicht. Also deswegen immer mal erst mal austesten kurz. Das merkt man innerhalb von 2-3 Minuten. Ist das abgeklärt. Gell? Aber es ist eine unangenehme Sache, als wenn der da eine kleine hat und der fällt dann um. Muss nicht sein. Gell? Also, zur Desensibilisierung hervorragend. Gell? Sind da mal Fragen zum Pollen noch? Ihr stellt ja Fragen, das raucht. Schwangere dürfen es auch verwenden. Ja, absolut. Ganz klar. Für Schwangere die Bienenproduktmischung, auf die ich leider jetzt immer wieder mal kommen muss, nur zu empfehlen. Ja. Das ist keine Verkaufsveranstaltung. Bitte nicht verwechseln. Das ist mir ein sehr großes Anliegen. Mein Verkauf läuft auch so. In meinem Alter hat man sein Schäfle im Trocken, da brauche ich mich nicht um den Verkauf kümmern. Das ist nicht so wichtig. Entscheidend ist es, dass es ganz tolle Produkte sind. Und in der Bienenproduktmischung ist die Wirkung so stark. Bei Schwangeren kommen wir jetzt aber noch drauf, warum das so wichtig ist, aufgrund des Chile Royals. Chile Royal, gehen wir weiter, also im Pollen haben wir mal durch. Chile Royal. Wissen ist Macht und man muss es wollen. Wenn, man muss das erste Mal, man, das, also mit dem frischen Pollen und der hohen Dosierung kriegst du nirgends. Da sind wir einmalig drin. Es gibt es im gesamten Handel nicht. Die pestizidfreie Produktion, der frische Pollen etc. Ja, die ist aber dann stärker als Herkules. Nein, ganz klar nicht. Das hat einen erhöhten Anteil an Chile Royal, Propolis, wie im Herkules drin, aber kein Pollen.
Und der Pollen ist normalerweise nicht zu ersetzen. Das ist ein Ausweichprodukt, wenn jetzt jemand auf Pollen allergisch reagiert oder bei bestimmten Erkrankungen, wo ich gezielt die erhöhte Schellroyaldosis brauche. Gell? Aber ersetzen kann er letztendlich, was Wirkung anbelangt, ist der frische Pollen normalerweise nicht zu ersetzen. Gell? Solche Fragen? Dann gehen wir weiter. Gel Royal. Das Gel Royal ist die Bienenmilch. Das ist ein Drüsensekret der Ammenbiene, was die am 4. bis 5. Lebenstag produziert, und zwar in einer Drüse hinter der Stirnplatte. Das ist das sogenannte Oberschlundganglion. Blöder Name, aber so heißt das Teil. Das ist das Euter der Biene. Das Gel Royal ist eine weißlich-gelbliche, etwas dickflüssige Flüssigkeit. Die Biene kann das Gel Royal oder die Bienenmilch nur produzieren, wenn sie große Mengen an Blütenpollen frisst. Dazu braucht sie den Pollen. Den frisst sie in großer Menge. Sonst kann sie das gar nicht produzieren. Deswegen sind im Gel Royal die gleichen Vitamine und Proteine enthalten wie im Blütenpollen. Nur in gelöster Form und natürlich noch viel konzentrierter. Aber das Entscheidende ist das, das was die Biene da reingibt, das was im Honig, die Fermente, Inhibine und die ganzen tollen Sachen, was den Honig so wertvoll macht, das ist im Gel Royal in einer absoluten Konzentration drin. Da ist alles drin. Da kann ich seitenweise Inhaltsstoffe rausdrucken. Da sind Hormone drin, da sind Wachstumshormone, östrogenartige Hormone, Acetylcholin. Es ist Fermente, Inhibine in ganz großer Konzentration drin. Ihr müsst euch vorstellen, die Bienenkönigin und die Drohnen, also die sogenannten Geschlechtstiere im Bienenvolk, bekommen das ihr gesamtes Leben lang. Die kriegen vom Larvenstadium und auch während der gesamten Lebensphase nur dieses zu fressen. Was anderes nicht. Die können nicht einmal selber fressen. Gell? Die müssen von den Ammenbienen gefüttert werden. Die Königin frisst dann natürlich entsprechend viel davon. Die ist in der Lage, durch dieses Superfood, dass sie täglich 2400 Eier legen kann. Das ist das 1,5-fache ihres Körpergewichts, legt die Bienenkönigin täglich Eier, und das über Monate. Das geht nur mit dem absoluten Superfood. Gell? Also Gel Royal, ein absoluter Hammer, was da drin ist. Das ist eine absolute Konzentration. Die Tagesdosierungen beim Gel Royal sollten liegen zwischen 1 Gramm und 3 Gramm. Das sind die Tagesdosierungen je nach Einsatz. Ist das auch für Progesteronmangel? Kann man das doch anschauen? Ja. Hier steht Wechseljahr. Ja, das hat aber was wegen den östrogenartigen Hormonen zu tun. Wenn jetzt Sie in den nächsten 20 Jahren in die Wechseljahre kommen, beispielsweise, oder 25 Jahre, ich will ja nicht unverschämt sein, gell? Dann nehmen Sie dieses Gel Royal, und zwar 2 bis 3 Gramm täglich. Dann haben Sie so ein hohes östrogenartige Hormone, dass das den Körper so in der Beruhigung einbringt, dass Sie nicht diese Wechseljahrbeschwerden haben. Und für diese Leute ist zum Beispiel jetzt dann, wenn die das nicht pur haben wollen, diese Bienenproduktmischung ohne Pollen da. Aber da ist für Männer ja nichts. Doch? Doch. Weil die östrogenartigen Hormone machen dir nichts, glaubt man es. Das heizt dir aus. Gell? Wachsen da keine Brüste, brauchst keine Sorge haben. Ja. Nee, es sind östrogenartige Hormone und keine Östrogene. Gell? Das ist ein Unterschied. Aber die östrogenartigen Hormone haben trotzdem auf den weiblichen Körper einen Einfluss, aber nicht bei dir. Ja? Östrogenartig ist was anderes wie ein Östrogen selber. Okay? Beim Gel Royal vorweg 2 Nebenwirkungen. Menschen mit hormonell gesteuerten Krebs dürfen kein Gel Royal nehmen. 80% der Mammokarzinome sind hormonell gesteuert. Prinz, ja? Es gibt ja auch Fälle, dass man es nicht weiß. Wenn jemand Krebs hat. Aber es noch nicht weiß, angenommen. Das wäre der falsche Ansatz.
Das wäre der falsche Ansatz. Dann dürfte man überhaupt gar kein Chili Royale nehmen, was aber ein ganz falscher Ansatz ist, muss ich echt sagen. Wenn du jetzt einen Krebs hast und du weißt es nicht, du wirst es irgendwann merken. Gell? So, und das merkst du ab einer bestimmten Größe, ab einem bestimmten Dings. Und wenn er dann hormonell gesteuert ist, dann weißt du das sofort. Bei der ersten Untersuchung wird das sofort festgestellt. Es kann, also 80% der Mammokarzinome sind hormonell gesteuert. Prinzipiell aus Sicherheitsgründen bei Brustkrebs, wer das schon mal hatte, hat oder genetisch stark, Betonung bitte auf stark voraus betont, auf die starke Voraussetzung, sollte auf Chili Royale prinzipiell aus Sicherheitsgründen verzichten. Das kann in seltenen Fällen auch mal ein Leberkrebs sein. Gell? Ansonsten ist es eher unwahrscheinlich. Gell? Wer Krebs hat und es nicht weiß, der hat es auch nicht. Wie schon gesagt, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe Krebs, aber ich weiß es nicht. Gell? Ob der hormonell gesteuert ist. Aber könnte ja sein, jemand hat Brustkrebs und weiß es noch gar nicht. Aber dann ist es trotzdem der falsche Ansatz. Es ist der falsche Ansatz. Gibt es da denn irgendwie Belege für, dass das kontraindiziert ist? Weil man sagt ja heute auch, wie gesagt, die Schulmedizin sagt ja auf gar keinen Fall Hormone geben. Aber Rimkus hat ja auch einen komplett anderen Ansatz. Es gibt ja gerade bei Mammakarzinomen und sowas genau die Hormone, weil die sagen, im jungen Alter kriegst du diesen Krebs nicht, weil du genügend Hormone hast. Deswegen dosieren die das eigentlich hoch. Die machen genau das. Ja, man muss natürlich wissen, woraus ernährt sich der hormonell gesteuerte Krebs? Er ist ein Hormonfresser auf gut Deutsch. Der ernährt sich aus Hormonen. Wenn Sie jetzt Brustkrebs haben und Sie haben Ihren Zyklus da, dann explodiert er in dieser Phase. Gell? Es mag bestimmte Therapien geben, aber ich selber für diese Aussage, dass wir die auch veröffentlicht haben, das wollte mir das Gesundheitsamt verbieten, mit einer Geldstrafe von 10.000 Euro. Und da habe ich gegen den bayerischen Staat geklagt. Und bin bis vor das Verwaltungsgericht nach Augsburg gegangen, gegen den bayerischen Staat, und habe den Prozess gewonnen. Weil ich eine Heilaussage in schriftlicher Form, die ich im Verkauf nicht haben darf. Die haben wir im Internet, haben wir das natürlich auch verbreitet, weil ich das als Sicherheitshinweis gesehen habe. Aber ich habe den Prozess gewonnen. Gell? Obwohl es eine Heilaussage ist. Aber das Bedürfnis oder die Wichtigkeit ja, der Sicherheit, das wird, und seitdem wird es auch in den letzten Jahren jetzt auch immer mehr dann erkannt und wird jetzt auch proklamiert. Das habe ich erst rechtlich durchgesetzt, dass man das durfte. Wenn es bestimmte Therapien davon gibt, die im Hormonbereich schaffen, dann weiß ich nicht, was es für Hormone sind und wie die Therapie aufgebaut ist. Aber wenn Sie jetzt einen hormonell gesteuerten Krebs haben, wird Ihr ganzer Hormonhaushalt medikamentös auf absolut runtergefahren. Das ist der Therapiebereich und dadurch wird er in Schach gehalten, wird ins Futter entzogen, auf gut Deutsch. Gell? Wenn das eine spezielle Therapieform ist, dann muss die Therapieform darauf ausgerichtet sein. Das kann ich mit dem Chili Royale nicht garantieren und das will ich auch nicht, weil dazu müsste ich eine klare Aussage haben. Aber das Risiko, dass ich da jemand damit extrem schade, das kann ich nicht auf mich nehmen, das geht nicht. Gell? Wenn es eine Therapieform gibt, die wo entsprechend das läuft. Wie komme ich an das Gelee? Also jetzt bei der Biene? Bei der Biene? Wie extrahiere ich das? Oder? Wie der Imker das macht. Ja, wie der Imker das macht. Ja, weil man nimmt einen Bienenvolk, also wir haben eine Eigenproduktion von ca. 100 Kilo im Jahr. Der Rest kaufen wir natürlich auch zu. Wir benötigen ungefähr 700, 800 Kilo im Jahr. Oder vielleicht auch bloß 600, ist ja wurscht. Man nimmt einen Bienenvolk, wenn ihr so ein Bienenvolk kennt, ihr ja, so einen Bienenkasten, nehme ich die Königin raus mit einer Wabe und zwei Waben Bienen und kommt in einen kleinen Kasten hinter das Bienenvolk. Nach 10 Tagen oder 9 Tagen wird dem Bienenvolk die sogenannte wilde Weißelzellen ausgebrochen. Das heißt, die Bienen ziehen ja sich sofort aus den Larven neue Königin nach. Brauchen ja wieder eine, gell? Die suchen sich Larven im 1 bis 2 Tagen Alter und füttern die dann nur mit Chili Royale und da gibt es eine Königin. Sonst würde am 4. Tag Blütenpollen-Honig-Gemisch geben und es bewirkt, dass es aus dem befruchteten Eiweiß so normal eine Königin gibt, gibt dann eine Arbeitsbiene. Das hat was mit der Futterumstellung zu tun. Und die Bienenkönigin-Larve, was eine Bienenkönigin geben soll, kriegt die gesamte 7 Tage Larvenstadium nur Chili Royale zu fressen. Also
nehme ich die Königin raus. Nach 9 Tagen haben die sich selber Weißelzellen nachgezogen und die mache ich alle weg. Die werden ausgebrochen und dann ist das Bienenvolk hoffnungslos weißellos, sagt man. Das hat nur noch verdeckelte Brut und hat nicht mehr die Möglichkeit, sich eine Königin zu ziehen. Und dann werden ein Rahmen, so Bienenrähmchen, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wo so Waben drin sind, ohne Wabe, da hat es 2 Leisten drin, mit so, wie der Fingernagel, so kleine U-förmige Näpfchen. Das sind sogenannte Weißelnäpfchen. Da sind in so einem Rahmen sind ungefähr 120 solche Näpfle drin. In diesen Näpfchen wird eine 1 bis 2 Tage alte Larve eingelegt. Das ist ja ziemlich daraus, das muss man sehr geübt sein, dass es auch schnell geht. Und dann werden dem Bienenvolk 2 solche Rähmchen neigehängt. Und die Bienen sagen, juhu, wir haben wieder Larven, wir überleben. Und ziehen die ganze und füttern diese ganze Larven mit Gel Royal. Das heißt, dann machen die so einen Tropfen wie der Fingernagel Gel Royal um diese Larve. Nach 5 Tagen wird der Rahmen wieder entnommen. Dann kommt der nächste Rahmen rein. Machen Sie das gleiche wieder. Und dann haben wir 2 Vakuumpumpen. Die eine saugt die Larve ab und mit der zweiten wird das Gel Royal abgesaugt. So wird hochwertiges Gel Royal geproduziert. Sehr intensiv, aber das ist Qualität. Wenn die zweite Charge fertig ist, dann nimmt man die raus und dann nehme ich die Königin mit den Bienen und setze die wieder rein. Und die Königin legt wieder richtig Eier und dann geht es da ganz normal weiter. Gell? So wird es gemacht. So wird richtig, in China, was der Hauptprozent auf Gel Royal auf der Welt ist, wird Gel Royal geschleudert. Deswegen, da muss man sehr arg aufpassen, dass die Qualitäten gut sind. Aber ja. Können jetzt auch keine Pestizide oder sowas sein? Gibt es schon alles. Okay. Gibt es alles in Unterschied. Da muss man halt gucken, dass man eine saubere Qualität hat. Aber dafür sind wir Fachleute. Und kennen uns aus und wissen, wo und was wir kaufen. Gell? Also Gel Royal muss gute Qualität sein, das ist A und O. So, Gel Royal. Haben wir jetzt die Tagesversorgung, habe ich gesagt, 1 bis 3 Gramm pro Tag, hat ganz besondere Wirkung. Es hat auf die Zellregeneration und auf die Zellerneuerung einen ganz starken Einfluss. Wo ist das gefragt, die Zellregeneration und Zellerneuerung? Wisst ihr es? Bitte? Nicht im Knochenmark. Es hat alles, was im Körper heilen muss. Wenn im Körper etwas heilen muss, etwas repariert werden muss, ein Defekt, ist die Zellregeneration und Zellerneuerung gefragt. Man sagt dem Gel Royal auch eine verjüngende Wirkung nach. Also eine Gel Royal Kur macht 20 Jahre jünger, bitte nicht mehr machen wie einmal, weil sonst wird wieder eingeschult. Dumme Situation. Also Aufnahme, ein Scherz natürlich. Gell? Aber die Zellregeneration ist ganz wichtig. Wo ist sie wichtig? Alles, was Autoimmunerkrankungen sind. Hashimoto, MS und so weiter, Morbus Crohn, das sind Autoimmunerkrankungen. Zum Beispiel bei Morbus Crohn, da greift das körpereigene Immunsystem die Darmwand an. Das ist ja mit dem Problem dabei, gell? Dass die Darmwand immer dünner wird und dann die Gefahr besteht, dass sie aufgeht. So. Das heißt, der Körper reagiert aber, da greift das Immunsystem an mit Zerstörung der Zellen. Gell? Die im Gegenzug reagiert der Körper mit Heilung, das heißt mit Zellregeneration, mit Zellteilung dagegen. Und da wird dieser Gegenspieler mit dem Gel Royal, bei diesem ganzen Autoimmun, wird der Gegenspieler, sprich der Heilungsprozess, sehr stark gefördert. Das ist mal eine ganz wichtige Sache, was das Gel Royal macht. Gell? Bei MS zum Beispiel, da haben wir 2 Arten von MS, also die akute und so schleichende. Gell? Aber prinzipiell bei MS, das heißt, da greift das körpereigene Immunsystem die Ummantelung der Nervenbahn im Gehirn, also die sogenannte Myelinscheide. Gell? Die wird da angegriffen vom Immunsystem. Das heißt auf gut Deutsch, die Isolierung der Nervenbahnen geht kaputt, es gibt Kurzschluss etc. Das ist eigentlich das, was eigentlich so vereinfacht jetzt, ihr seid ja Heilpraktiker, nicht ich, gell? Aber vereinfacht gesagt, stattfindet. Man muss wissen, diese Myelinscheide besteht aus sogenannten Schwanenzellen, wisst ihr auch alle. Gell? So, ihr habt es gelernt. Gell? Also aus Schwanenzellen. Und die Schwanenzellen, die sind regenerativ, das heißt, sie sind teilbar im Gegensatz zu
Nervenzellen. Von schwerer Querschnittslähmung heilbar. So, und da wird das zum Beispiel sehr stark unterstützt. Wir haben ursprünglich, war ich sehr vorsichtig mit Bienenproduktmischung und Propolis und solche Sachen im Bereich bei MS. Warum? Weil ja die Blut-Hirn-Schranke verhindert ja eigentlich, dass das Immunsystem ins Gehirn gelangen kann und da Schaden verursachen kann. So, die Medizin oder die Schulmedizin sagt ja, das Immunsystem wird richtig runtergefahren, dass das Immunsystem nicht rein kann, dass das damit an den Differenzbereich zur Blut-Hirn-Schranke gestärkt wird. Gell? Deswegen war ich da erst vorsichtig, aber dann machen wir mit Rücksprache, auch mit anderen Ärzten und auch in Diskussion, auch mit dem Dr. Dorschner. Gell? Und dann kam dann raus, dass geheißen hat, wir sind der Meinung, das hat auch der Dr. Dorschner gesagt, dass eigentlich die Blut-Hirn-Schranke stärker gestärkt wird, als wie das Immunsystem aufgebaut wird. Weil aufgrund der Inhaltsstoffe, das stärkt ja auch die Blut-Hirn-Schranke. Daraufhin haben wir das sehr empfohlen. Und ich muss sagen, für die Leute ist das wie Droge. Wenn sie es mal nehmen, es ist hervorragend. Es heilt nicht die Autoimmunerkrankung, aber es zieht die Sache um Jahre hinaus. Bei Parkinson? Bei Parkinson, ihr bestimmt 10, 20 Leute. Also, die nehmen die Bienenproduktmischung. Die nehmen da aber manchmal 2-3 Löffel am Tag. Aber mit ganz, ganz hervorragend. Das ist ja sehr ähnlich gestaltet, Parkinson wie MS. Das ist ja nicht so weit auseinander. Gell? Aber die, wo es nehmen, die brauchen es und die wollen es auch nicht mehr missen. Gell? Bei vielen, vielen Sachen, es heilt es nicht. Aber eine Linderung und ein Hinausziehen, es ist so viel, jeder Tag, jeder mit Lebensqualität, auch im Krebsbereich. Ich sage, es ist eine dumme Situation, vom Krebs geheilt und an der Chemo gestorben. Ist ja blöd. Ich erzähle euch mal eine Geschichte von einer Frau, die ist eine, hier in dem, ja, Namen sage ich jetzt nicht, eine Frau aus Chemnitz, hat mich vor 15 Jahren, da habe ich ein paar Jahre erst in meine Bienenproduktmischung auf dem Markt gehabt, habe auch schon Vorträge gemacht und so, haben wir schon die ersten Erfahrungen gehabt, ruft mich eine Frau an und sagt, ich bin aus Chemnitz und habe von ihrem Bienenproduktmischung, sprich ihrem Herkules, gehört. Sagt sie, ja. Zur Information, ich habe Leberkrebs im Endstadium, Metastasen im gesamten Körper. Ich komme jetzt gerade aus der Klinik, ich bin austherapiert, meine Blutwerte holen sich nicht, ich bin fertig. Ich kann etwas mehr aufstehen. Das ist die Diagnose der Ärzte gewesen. Feierabend. Hilft Ihre Bienenproduktmischung? Dann sage ich, alles, was ich Ihnen da verspreche, ist zu viel versprochen. Weil da etwas zu versprechen, ist eigentlich unseriös. Ich sage, das Einzige, was ich Ihnen eigentlich sagen kann, ist, dass Sie ja Kraft kriegen. Da haben Sie eine gute Chance. Gell? Herr Krüger, wenn ich ja Kraft kriege, das wäre mehr, als wenn ich mir erträumen könnte. Weil ich kann eh mal mehr aufstehen. Alles klar, der war hormonell gesteuert. Bienenproduktmischung ohne Chill Royale. Ganz klar. Die hat jeden Tag 3-4 Löffel gegessen. In die ersten 3 Wochen. Und danach ist er runter auf 2. Und so seit längerem nimmt sie bloß nur 1 Löffel jeden Tag. Nach einer Woche ruft die Frau mich an. Und sagt Herr Krüger, und ich habe das bis heute nicht vergessen, sagt sie zu mir, Herr Krüger, ich könnte Sie umarmen. Dann sage ich, hey, was ist jetzt los? Gell? Herr Krüger, ich habe Kraft gekriegt, ich kann meinen Mann durch die Wohnung tragen. Das hat sie so wörtlich zu mir gesagt. Ich kann meinen Mann durch die Wohnung tragen. Sage ich, schön. Freut mich ganz arg für Sie. Freut mich natürlich auch. Sowas tut ja mir auch gut. 14 Tage später ruft sie mich an. Herr Krüger, ich komme gerade vom Arzt, weil ich muss alle 14 Tage zum Arzt meine Blutuntersuchungen machen lassen. Mein Arzt ist ganz erstaunt, ich habe normale Blutwerte. Wir können mit der Chemo weitermachen, sagt er. Gell? Leberwerte sind natürlich noch nicht gut, ist klar, wegen dem Leberkrebs. Die hat in dem Jahr noch 2 oder 3 Chemotherapien gemacht, 2 Urlaube mit ihrer Familie. Und lebt bis zum heutigen Tage.
Die Ärzte haben mir ein paar Monate noch gegeben. Lebt bis zum heutigen Tage. Die ruft mich mehrmals ein, zwei Mal im Jahr an, schreibt mir immer wieder WhatsApp auf mein Handy auf, gell, und meldet sich und fragt, wie es mir geht und wie es meine Bienen geht und ihr geht's gut und bla bla bla. Sie sagt zu mir, sie hat ihre Metastasen im Körper noch, sie hat ihren Leberkrebs noch, aber der steht still. Und das hat was mit der Bienenproduktmischung zu tun, ganz besonders auch im Bereich des Propolis. Aber das Propolis komme ich noch zu sprechen, weil das Propolis, was ich noch zu sprechen komme, das hat eine hemmende Wirkung auf die Zellteilung der Tumorzellen. Gell? Unter anderem. Und das wird da drin richtig verstärkt. Gell? Aber wir sind noch beim Chill Royale. Chill Royale macht eine schöne Haut, kräftige Haare, kräftige Fingernägel. Bei meiner Glatze hilft es nicht. Warum? Die ist genetisch bedingt. Wenn Ihnen aber die Haare ausfallen, ist es hormonell bedingt. Bei dir hilft es auch nicht. Gell? Auch keine Chance. Aber das Chill Royale macht eine schöne Haut, kräftige Haare. Warum? Wahre Schönheit kommt von innen, sagt man. Aber das liegt daran, unsere Haut ist der Spiegel unseres Inneren. Und wenn innen drin was nicht stimmt, das zeigt sich sofort über die Haut. Das ist unser größtes Organ, wisst ihr. Gell? So. Und dazu ist das Chill Royale, deswegen ist das sehr gut. Zellregeneration haben wir schon, deswegen macht es schöne Haare, auch kräftige Fingernägel. Ja, was haben wir beim Chill Royale nur an Wichtigkeit? Oh, Chill Royale hat eine ganz besondere Eigenschaft. Und zwar erhöht es die Sauerstoffaufnahmefähigkeit der Körperzellen. Eine ganz wichtige Sache. Der Sauerstoff ist im Zellstoffwechsel das wichtigste Element. Und das Chill Royale erhöht die Sauerstoffaufnahmefähigkeit der Körperzellen und wirkt dadurch sehr leistungssteigernd. Deswegen wird das Chill Royale auch im Hochleistungssport zur Leistungssteigerung verwandt. Das ist erlaubtes Doping. In der Bienenproduktmischung wird die Wirkung extrem verschärft. Hammer. Hat Auswirkungen auf das Hämoglobin. Bei der mediterranen Anämie zum Beispiel, wenn das Chill Royale oder bloß ein Pollen ist, die Sachen alleine ist, passiert gar nichts. Das wäre schon bekannt. Aber in den Bienenprodukten wird es so verstärkt, dass das Hämoglobin wieder leistungsfähig ist. So, das hat jetzt bestimmte therapeutische Anwendungen. Das Hämoglobin wird dabei in die Lage versetzt, mehr Sauerstoffmoleküle anzudocken. Glaubt er mir jetzt nicht, aber es glaubt er mir, es ist so. Und zwar therapeutisch merkt man das sehr schön. Bei COPD, mediterrane Anämie haben wir, und im Demenzbereich. Da ist das ganz entscheidend. Demenz, da ist das ganz wichtig. Was ist die Ursache der Altersdemenz? Das stimmt nicht. Das hat nichts mit Absterben der Zellen zu tun. Unser Gehirn hat so ein großes Potenzial an Reserven, an Gehirnzellen, was uns täglich absterben. Da haben wir genügend Reservoir, was wir gar nicht nützen. Wenn du deine ganze Menge an Gehirnzellen nützt, was du hast, wärst du ein ganz gescheiter Mann. Oder, Entschuldigung, Frau. Gell? Aber das ist unsere Reserve, was uns täglich stirbt, weil die ja nicht regenerativ sind, die Gehirnzellen. Aber das Problem ist die Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff. Der Sauerstoff ist die Ursache der Altersdemenz. So, der Sauerstoff. Wenn der fehlt, dann geht. Man muss wissen, wir haben unsere Halsschlagadern. Unser Gehirn ist unser größter Sauerstoffverbraucher. Wir verbrauchen richtig viel. Der braucht ganz viel Sauerstoff, das Gehirn. Bekannt, oder? So, unsere Halsschlagadern, wenn er jetzt euer biologisches Alter testet, was macht der Arzt? Der macht eine Ultraschalluntersuchung mit dem Ultraschallgerät und misst die Plakbildung an der Halsschlagadern. Die Plakbildung ist ein normaler Vorgang, wird auch das biologische Alter bestimmt. Der geht her und misst es, wie stark die Plakbildung ist. Und jetzt stellt euch das vor, wie ein Wasserrohr, was verkalkt. Mit zunehmendem Alter ist die Plakbildung immer größer. Ich habe das einmal machen lassen. Vor 5, 6 Jahren war ich beim Arzt, gell? Und dann sagt der Arzt, dann sage ich, ah, messen wir das. Dann hat er das gemessen, dann sagt er so, du hast eine Plakbildung wie ein 50-Jähriger. Also ich habe 10 Jahre gewonnen. Ich hätte aber auch eine Plakbildung haben können wie ein 70-Jähriger. Gell? So, also ich habe jetzt eine Plakbildung wie ein 50-Jähriger und das ist das biologische Alter, was
damit zu tun hat. So, und wenn diese Plaquebildung immer mehr wird mit zunehmendem Alter, dann kommt immer weniger Blut ins Gehirn und somit weniger Sauerstoff. Und das ist die Altersdemenz. Ihr merkt es zum Beispiel, wenn jemand so Anfang der Altersdemenz ist oder so ein bisschen schon hat und der alte Mensch trinkt nicht oder zu wenig was, wird sofort der Kopf wirr. Wer mit dem Pflegebereich zu tun hat oder einen alten Mensch hat, der weiß das, wie der zu wenig trinkt, kommt sofort ein wirrer Kopf. Warum? Durch das zu wenig Trinken wird das Blut dicker und es kommt weniger Blut rein, ist genau der gleiche Effekt. Trinkt er wieder, ist der Kopf wieder klar. Das hat mit der Sauerstoffversorgung des Gehirns zu tun. Kleines Beispiel, meine Mama ist jetzt über 91. Gell? Wo sie 85 war, die hat 200 Kilometer von mir gewohnt, hat sie in ihrer Wohnung gewohnt, konnte nicht mehr kochen, nicht mehr backen, hat Essen auf Räder gekriegt, ist mit dem Rollator die 100 Meter zum Einkaufen gegangen. Gell? Und dann habe ich bei mir, ich habe so einen alten Bauernhof, habe da unten drin gewohnt, und dann habe ich gesagt, du weißt was, jetzt muss meine Mutter da rauf, und dann bin ich aus der Wohnung raus, bin zu meiner Freundin gezogen und meine Mutter geholt und habe sie da rein. Natürlich macht die Psyche auch was aus, dass die bei ihrem geliebten Sohnemann ist, das macht natürlich auch was aus. Also das darf man jetzt mal nicht vergessen. Die hat Bienenproduktmischung aber gekriegt, gell, und hat die richtig gefuttert. Das hat 3 Monate gedauert. Die hat gekocht und gebacken für die ganze Familie, ist wieder Auto gefahren, weil sie nicht mehr konnte. Hat der ganze Garten gemacht, der Rollator ist in der Ecke rumgestanden. Das hat die 5 Jahre gemacht. Wo sie 90, kurz vor 90 war, sagt sie zu mir, jetzt gehe ich ins Altersheim. Sage ich, hoi, ja, meine 4 Sitze tun nicht mehr mit und die, was weiß ich, wollt ihr ins Altersheim? Dann sage ich, Mama, das ist ja schön, wenn du das für dich entscheidest, ist ja eine richtige Zeit, ein richtiges Alter. Also die hat das ganz, die war im Kopf klar. Da kam auch ihre Bistigkeit raus, da hat die richtig Pfeffer gekriegt wieder. Gell? Also die hat die Schöne, die war so, die lässt auch mal raus, wenn da was nicht passt. Also da war die, und die hat so richtig einen Dampf wieder gehabt. Ich habe einen Hektar Wiese um mein Haus rum, da hat so Ampfer drin, das hat die alles vor Hand ausgestochen. Das hat die gemacht, Schubkarre weiß. Was die anderen mit Gift gemacht haben, hat meine Mutter mit dem Spaten gemacht. Das hat die gemacht mit 85 bis 90. So. Dann sagt die zu mir, ja, ich gehe jetzt ins Altersheim. Ich will jetzt ins Altersheim. Ja, sage ich, du, Mama, ich fahre ja in 2 Tagen nach Sardinien, wenn ich komme, dann gucken wir danach was. Ach, habe ich schon geregelt, ich habe schon geguckt, ich habe schon alles gefunden. Altersheim, das gefällt mir, da bin ich auch schon quer. Das ist schön. Sage ich, hey, ja, dann müssen wir danach. Brauchen wir auch nicht, ich habe den Vertrag schon unterschrieben. Dann sage ich, ja, könntest du vielleicht mal was sagen? Dann sagt sie zu mir, du, ich bin voll alt genug. Dann sage ich, ist in Ordnung. Ja, okay, dann ziehen wir um, wenn ich wieder da bin. Neu, ich denke in 3 Tagen, nein, ich habe alles schon organisiert, du hast eh keine Zeit. Meine Mutter, nein, ins Altersheim. Die hat das Altersheim aufgemischt, die war richtig gut drauf. Bis vor einem halben Jahr, jetzt fängt die Demenz bei meiner Mutter wieder an. Es verhindert nicht die Demenz und die Plaquebildung, aber es zieht sie um Jahre hinaus. Jetzt bringt auch der Herkules nichts mehr. Oder nicht mehr viel. Sie kriegen bis zum heutigen Tag. Die Pfleger gucken noch hier, dass das passiert. Die haben ein sehr gutes Heim gefunden. Das Gegenteil, was man so in der Presse sieht. Gell? Hat Glück gehabt. Aber es sind gewonnene Jahre. Gell? Das ist wichtig. Was haben wir beim Chez Royal noch? Ah, im depressiven Bereich. Die Depression. Die Depression, vereinfacht gesagt, hat 2 Säulen. Hauptsäulen. Es gibt nur verschiedene andere Faktoren, aber ich sage mal, das hauptsächlich ist einmal die nachlassende Antriebskraft, die Vitalität, weil der Körper fährt da richtig runter, auch von der, einfach von der Motivation, alles. Das hat was auch körperlich zu tun. Das zweite ist das fehlende Serotonin. Serotonin ist ein Nerventransmitter, wisst ihr, hat viele Funktionen im Körper. Deswegen haben wir auch 2 Produktionsstellen von Serotonin. Einmal ist es der Darm und einmal ist es die Hypophyse, also die Hirnanhangdrüse im Gehirn. Warum? Die Blut-Hirn-Schranke verhindert, dass das Serotonin aus dem Darm ins Gehirn gelangt, wo es ebenfalls als Nerventransmitter dringend benötigt wird.
Deswegen hat der Körper zwei Produktionsstellen. Und wenn wir jetzt aus dem Stoffwechselbereich heraus die Drüsentätigkeit runtergefahren wird, was haben wir dann? Dann kann es passieren, dass die Hypophyse die Serotoninbildung runterfährt. Und da geht sofort einher die Antriebskraft und die Vitalität. So, und das sind die zwei Säulen. Und das Chelo-Royal bewirkt, dass die Drüsentätigkeit im Körper stark angefahren wird. Wird sehr stark angefahren. Die ganze Drüsentätigkeit im Körper, unter anderem stimuliert es auch die Hypophyse und die schüttet wieder verstärktes Serotonin aus. Gleichzeitig wirkt Chelo-Royal sehr vitalisierend. Das heißt, es geht den zwei Säulen der Depression entgegen. Das ist das, warum es im depressiven Bereich wirkt. Ich habe vor 5, 6 Jahren hinter Karlsruhe in so einer Selbsthilfegruppe bei depressiven Leuten einen Vortrag gehalten, natürlich auch schwerpunktmäßig Depression. Und nach 2 Wochen sind zwei Leute unabhängig voneinander gekommen, es waren zwei Frauen, die sind von Karlsruhe zu mir gefahren. Die eine kam eine Woche später und die andere einfach so innerhalb von 8 Tagen, also das war 14 Tage später, kamen die. Sind extra von Karlsruhe zu mir nachgefahren. Haben gesagt, Herr Krüger, und das haben beide im Prinzip gesagt, wir haben starke Depression gehabt. Ich habe das gemacht, was Sie gesagt haben in Ihrem Vortrag, aber das hat jetzt 8 oder 10 Tage gedauert. Mein Umfeld kennt mich nicht, weil mir geht es mal richtig gut. Und genau das ist der Punkt. Es ist die Anregung der Hypophyse und die Vitalisierung. Diese beide Sachen. Klar, wenn die deinen Kerl zur Weißglut bringen und Depression treibt, dann hilft eigentlich entweder, wenn du verheiratet ist, bloß ein Scheidungsanwalt oder ein Dritt in Arsch. Eins von beiden. Gell? Das ist dann eine andere Sache. Gell? Aber wenn das so organisch bedingt ist, dann haben wir das ja in diesen Bereichen. Gell? Bitte, das geht recht schnell. Wenn die Depressive und diese Sachen, das dauert ja Monate, manchmal Jahre, bis da etwas passiert. Aber wenn der Stoffwechsel runterfährt, ist das eine Sache, die der Stoffwechsel ist normal eine langwierige Sache. Bis der wieder stabilisiert wird und alles, das dauert. Und darum dauert es bei denen auch sehr lang. Gell? Und man kann mit Antidepressiva und alles möglich, kann man ja was machen, aber das tut ja nicht, man muss ja bei allen Erkrankungen, was ich immer schade finde, ist, wenn zum Beispiel, was weiß ich, wenn jemand einen Bluthochdruck hat, was macht der Arzt? Er gibt einen Beta-Blocker, zack, haut den Blutdruck runter, fertig. Der fragt gar nicht groß, trinkst du viel, hast du Übergewicht, machst du Sport oder fällt dir ein Protein in der Leber? Wenn ein bestimmtes Protein in der Leber fällt, was macht die Leber? Die schaltet hoch auf Bluthochdruck. Das sind diese speziellen Bluthochdruckpatienten, wo man den Bluthochdruck gar nicht einstellen kann, die wo so rauf und runter gehen, ganz schwer, die haben das manchmal jahrzehntelang, kriegen ihren Blutdruck nicht in der Griff. Das ist in der Regel, wenn der so ist, ist das ein fehlendes Protein in der Leber. Wenn die der Pollen, sprich die Bienenproduktmischung nehmen, ist es innerhalb von 3 bis 4 Tagen ist dieser Blutdruck normal. Habe ich viele Leute, wo das nehmen und wenn die den, solange die den nehmen, haben die keine Probleme damit. Aber das ist nicht bei jedem Blutdruck. Aber ich will mit sagen, die Ursachen müssen immer, was ist, wenn der Baum da an der Krank ist und gelbe Blätter kriegt und ich schneide jeden Tag oder alle 2 Tage da oben die Blätter weg, dann kriegt er immer wieder gelbe Blätter. Ich muss mal unten gucken, was an den Wurzeln ist. Ist da eine Raupe drin, wo er mir da die Wurzeln wegfrisst oder ein Schädling oder sonst was oder fällt ihm da unten was? Da muss man, du genauest das von oben von alleine gelöst. Solange ich das unten an der Wurzel nicht löse, habe ich immer das Problem oben. Gell? Und so muss man, bei allen therapeutischen Sachen ist das natürlich sehr wichtig. Und da kann man mit der Bienenproduktmischung ganz viel machen. Auch mit anderen Sachen natürlich. Gell? Aber das ist schon mal von der Grundüberlegung her, muss man das immer, die Ursachen feststellen. Das ist wie bei der chronischen lymphatischen Leukämie, was ich erzählt habe, da muss man wissen, die Ursache liegt in der Milz. Ganz einfach. Und da kann man ganz, ganz viel machen. Man muss nur wissen, wo liegen die Ursachen und da muss man dann angehen. Und dann in die richtige Dosierung und mit den richtigen Sachen und dann seid ihr erfolgreich. Gell? Sind denn mal Fragen zum Chelo-Royal?
Wie spät haben wir es eigentlich? Kurz vor 9. Also dann jetzt haben wir ja ganz ohne Pause durchgezogen, aber bis 9 haben wir gesagt. Also ich muss, bei mir ist immer gefährlich, dass es bei mir zu lang dauert. Aber jetzt machen wir weiter, oder? Ziehen wir es noch durch, oder? Also, Propolis. Sind Fragen zum Chateau Royal? Also, Propolis. Propolis ist ein Harz, das sammelt die Bienen an den Knospen der Bäume. Das ist ein spezielles Harz, und zwar, wo der Baum und Strauch sein Trieb mitschützt. Der Trieb ist das neue Leben, was für den Baum und den Strauch ja wichtig ist. Und der schützt es mit einem speziellen Harz. Das ist kein normales Baumharz. Dieses Harz enthält ein atypisches Antibiotika, ein natürliches, um den Trieb vor Bakterien, Pilzen und Viren zu schützen. Die Bienen sammeln dieses Harz und verwenden es zur Desinfektion des Bienenstockes. Der Bienenstock, muss man wissen, hat ja Wärme, Luftfeuchtigkeit, Zuckerkonzentration in allen Stärken. Idealer Nährboden für Bakterien, Pilze und Viren. Der Bienenstock würde komplett verkeimen. Und das ist das natürliche Desinfektionsmittel im Bienenstock. Der ganze Bienenstock, von vorne bis hinten, jede Fläche wird ausgegleichert, wie auslackiert, und alles wird mit dem Propolis überzogen. Damit wird der Bienenstock keimfrei gehalten. Der Name Propolis kommt aus dem Altgriechischen und heißt vor der Stadt oder vor dem Tor. Pro, vor, Polis, Stadt oder Tor. Altgriechisch, und der wurde vor vielen, vielen Jahren wurde dieser Name kreiert, weil die Bienen den Fluglochbereich, wenn der zu groß ist, dann gehen die das her und machen das manchmal komplett mit der ganzen Platte zu und lassen bloß ein kleines Loch, so wie es noch passt, lassen sie drin. Aus diesem Grunde wurde der Name Propolis verwendet. Propolis enthält über 20 verschiedene hochwirksame natürliche Antibiotika. Hochwirksam gegen Bakterien, Pilze und Viren, auch gegen sehr hartige Gestämme wie Tuberkulose, Heliobacter, Borreliose, auch gegen multiresistente Keime ist Propolis hochwirksam. Fußpilz, Nagelbettpilz. Im Virusbereich nachgewiesenermaßen über 800 Virenstämme ist Propolis hochwirksam. Nachgewiesenermaßen. Die Dunkelziffer liegt viel, viel höher. Auch gegen Covid-19. Seit ungefähr 4-5 Monaten ist das amtlich im Labor eindeutig nachgewiesen. Propolis ist hochwirksam gegen Covid-19, hat therapeutisch wichtige Anwendungen. Gell? Kommen wir aber nur zu sprechen drauf. Und das auch gegen Virenstämme haben wir schon, Keime haben wir auch. Und das alles ohne der Möglichkeit der Resistenzbildung. Es ist eine Resistenzbildung gegen Propolis, ist nicht nachweisbar. Wenn heute ein Forscher, ein Arzt oder ein Unternehmen ein Antibiotika entwickelt mit den Eigenschaften von Propolis, der würde den Nobelpreis bekommen. Antibiotika ohne der Möglichkeit der Resistenzbildung gibt es nicht. Warum? Wir Menschen sind schlauer wie die Natur. Wir meinen es. Die Natur hat 150 Millionen Jahre Zeit gehabt, ein Desinfektionsmittel zu entwickeln. Wir Menschen kriegen das in ein paar Jahrzehnte hin und setzen unsere Gesetze. Wenn Sie heute ein Antibiotika kaufen, eine Marke, und die kaufen das in 20 Jahren das gleiche Präparat wieder, hat es die exakt die gleiche Zusammensetzung. Das schreibt das Gesetz weltweit vor. Beim Antibiotika. Gell? Wenn Sie Propolis ernten, wenn das ein Bienenstock ist und ich kratze jetzt hier, und ich 5 mm daneben kratze ich wieder, habe ich ganz andere pflanzliche, ganz andere antibiotische Zusammensetzungen. Ein Erreger ist es nicht möglich, sich daraufhin einzustellen. Die Natur ist halt kein Gesetzgeber, die schafft anders. Und deswegen ist die Resistenzbildung nicht möglich. Und deswegen auch gegen multiresistente Keime. Gell? Sage euch da auch ein paar Anwendungen, was ganz hervorragend sind. Propolis enthält natürlich harze ätherische Öle. Es gibt in seltenen Fällen allergische Reaktionen drauf. Bei Einnahme, das hat verschiedene Anwendungen. Wir haben Propolis in der Mischung, Propolis im Honig, Propolis in alkoholgelöster Form und es gibt Propolis in Pulverform. Propolis ist Extraktpulver, nennt sich das. Das ist ein speziell gereinigtes Propolis. Das ist also wie eine Art Konzentrat. Das muss aber so fein sein,
Das ist wie Mehl so fein. Seht ihr, das ist Mehl fein. Ein Rohpropolis, wie er das beim Imker bekommt, braucht er gar nicht verwerten. Weil der Körper kann es nicht verwerten. Nehmt es zu dir, am anderen Morgen kleppert es in der Schüssel. Könnt ihr vergessen. Bringt nichts. So. Es muss in der verarbeiteten Form sein. So. Wenn er beim Imker ein Propolis kauft und es hat eine helle Farbe, dann ist es so ganz hellgelb. Dann hat er es selber gemacht. Dann hat es einen Sättigungsgrad bei reinem Weingeist, von 98%igen Weingeist, was der ja in der Regel gar nicht kriegt. Und wenn er ihn doch vom Apotheker kriegt, dann hat er maximal 10,7% Sättigungsgrad. Je niedriger der Alkoholgehalt runtergeht, umso stärker reduziert sich natürlich der Sättigungsgrad. Darum ist das immer ein ganz helles. Das ist viel zu dünn. Gell? Alles, was ein dunkles Propolis ist, ist über die Industrie gelaufen. Muss über die Industrie laufen, das darf ich noch nicht einmal selber machen. Ist verboten. Ich muss mein Propolis, was ich ernte, muss ich einschicken und herstellen lassen. Das darf man selber nicht weiterverarbeitet. Das Propolis hat jetzt zum Beispiel 30% Propolisanteil drin. Das ist jetzt wichtig. Das ist anders. Das heißt, es wird in Alkohol gelöst, dann wird es wie Art, ja, wie Schnapsbrenner, wenn man sich das vorstellen, wird der Alkohol wieder entzogen. Der wird dann wiederverwendet, der ist schon nicht verloren. Und so kriegt man diese Prozente zusammen und das kann man und darf man selber nicht machen. Das gleiche beim Extraktpulver, das kannst du einfach jetzt selber machen. Da gibt es aber Firmen, die das speziell machen. So, also ein Rohpropolis wie vom Imker oder so, das, mit dem fängt er einfach nichts an. Der Körper kann es nicht verwerten. So, Propolis hat ein breites Anwendungsgebiet. Sprechen wir mal von Einnahme. In Einnahme bewirkt es einen starken Entzündungsabbau. Propolis baut ganz stark beim Einnahme Entzündungen ab. Die Menge, die in einer guten Bienenproduktmischung zum Beispiel drin ist, die reicht aus, dass eine entzündete Schulter innerhalb von 10 Tagen weg ist. Oder ein Tennisarm. Oder bei der Arthritis in den Händen. Die sind normal. Das ist innerhalb von 10 Tagen sind die Entzündungen weg. Die Arthrose tut ja nicht weh, aber aus der Arthrose entsteht die Arthritis. Und das Arthritis ist unangenehm, tut ja weh. Zum nächsten beschleunigt die Arthritis, also die Entzündung beschleunigt ja die Arthrose. Deswegen muss die Arthrose aus diesen Gründen bekämpft werden. Und das Propolis baut die Entzündungen sehr stark ab. Bei Einnahme, da reichen morgens und abends ein kräftiger Teelöffel Bienenproduktmischung. Wenn jetzt sehr starke Entzündungen da sind, Rheumatiker, also Gelenkrheuma, also Weichteilrheuma, also Fibromyalgie, nochmal eine andere Geschichte, da komme ich aber speziell jetzt noch drauf, aber im rheumatischen Bereich oder bei einer starken Arthritis oder Gichtanfall, wenn du so ein dickes Bein hast, aus der Arthrose raus, wo man normalerweise wochenweise hat mit sehr starken Schmerzen, der Arzt, was macht er? Er gibt Cortison und das Schmerzmittel und dann war es das. Und die Leute haben es dann 2-3 Monate unter Umständen mit Mordsschmerzen. Gell? Oder machen sich, wenn sie was denken, noch ein bisschen an Quarkwickel. Das hilft nur mit am meisten, gell? Wie alles andere. Aber dann nimmt man zu dieser, bei starken oder bei Rheumatiker, wenn die Schübe kriegen, nimmt man in der Startphase oder auch bei so einer starken Arthritis, nimmt man, ihr kennt diese kleinen Mokka-Löffel. Also kein Teelöffel, sondern die kleine Mokka-Löffel. Da nimmt man das hier raus und streicht das oben mit dem Messerrücken ab. Diese Menge, was drin ist, nimmt man täglich zum Morgens und Abends einen Löffel Bienenproduktmischung und das dazu. Dann haben wir eine ganz starke Dosierung. Gell? Und dann ist auch innerhalb von 10, maximal 14 Tagen das dicke Bein aus der Arthritis wieder weg. Phänomenal. Beim Rheumatiker können Schmerzmittel eingespart, das sind ja Schmerzpatienten, können Schmerzmittel zwischen 50 und bis zu 100% eingespart werden. Aber wichtig ist, das sind natürlich hochallergene Stoffe, da hat es Phenole, da hat es natürlich Harze, ätherische Öle etc., das sind ja hochallergene Stoffe. Man sollte ein Gläschen aufbrauchen, in Ausnahmefällen 2 und dann wird das abgesetzt. Warum? Wenn man diese hohe Dosierungen, im Normalfall
hält dann, wenn man ein oder zwei Gläser nimmt, wenn die Wirkung ohne ist, also gewirkt hat, dann setzt man das ab. Also man nimmt Öl, höchstens zwei Gläser. Und dann hält morgens und abends ein Löffel, hält im Normalfall die Bienenproduktmischung diese entzündungshemmende Wirkung. Aber wenn das einmal richtig da ist, braucht man das. Kriegt man wieder einen Schub, was er mal sein kann, dann kann man das wieder nehmen. Aber bitte nicht als Dauerindikation. Warum? Diese extrem hohe Dosierung, was wir da machen, besteht das Risiko, wenn man das dauerhaft nimmt, dass wir die allergische Reaktion provozieren. Und das wollen wir natürlich nicht, weil dann ist die gesamte Apitherapie mit der Bienenproduktmischung über den Haufen geschmissen und wir haben nichts gewonnen. Deswegen nimmt man das ein, höchstens zwei, um dass wir keine allergische Reaktion provozieren. Wenn man wieder einen Schub hat, kein Problem. Okay? Bei dem kleinen Mädel, was ich euch erzählt habe mit der Erkrankung, die kriegt es regelmäßig. Geht nicht anders. Warum? Seit wir das machen haben, hat die nicht einmal jetzt mehr einen Fieberschub gekriegt. Das hat was mit der Entzündung im Körper zu tun. Okay? So. Aber im Normalfall ist das Risiko zu hoch. Okay? Also darf man das nicht da machen. Also nur, und dafür ist das da und für sonst gar nichts. Fürs Immunsystemaufbau immer die Bienenproduktmischung, weil das macht das Immunsystem in der Dreierkombination mit Pollen, Propolis, Chelo Royal viel besser. Verträgt jemand den Pollen und das Chelo Royal, dann kann er natürlich davon eine Messerspitze voll nehmen, so wie der Fingernagel oder von der Propolis-Tinktur. Klepper, schlepper, weil ich Gott sei Dank ganz bliebe. Weil sonst hätte man ein Problem mit dem seine schöne Bodenplatte. Weil das, wenn du das auf die Klamotten kriegst, gell, weißt du, wie man es am besten rauskriegt? Mit der Schere. Das ist das Einzige, was hilft. Gell? Also, viele nehmen das Propolis in der Tinktur jeden Tag 10 Tropfen fürs Immunsystemaufbau. Ich empfehle das aber natürlich nicht in der einseitigen Einnahme, sondern immer mit der Bienenproduktmischung, weil das Immunsystem über die Darmflora, Pollen, Propolis, beides hat einen stark regulierenden Einfluss auf die Darmflora, baut die Darmflora auf. Habe ich beim Pollen noch gar nicht erzählt. Es kann in seltenen Fällen oder kann öfters mal passieren, wenn man den Pollen- oder Bienenproduktmischung nimmt, dann gibt es die ersten 2-3 Tage gibt's einen Durchmarsch. Warum? Da hat die Darmflora nicht gestimmt und jetzt schmeißt der ganze Körper erstmal die ganze Darmflora auseinander und reguliert das und das dauert 2-3 Tage. Das kann passieren beim Pollen. Und der Pollen und das Propolis macht auch, wird auch sehr stark regulierend auf die Darmflora. Bei Morbus Crohn zum Beispiel, chronische Darmentzündung, ist die Darmregulierung sehr wichtig. Also deswegen ist die Zellregeneration sehr wichtig, es ist der Entzündungsabbau sehr wichtig. Das wegen die Bienenproduktmischung. Bei Morbus Crohn nimmt man auch in der Startphase das, um den Entzündungsabbau zu machen. Ich habe euch erzählt, auch im Bereich COPD, habe ich euch erzählt, dass das habe ich angeschnitten mit dem Chelo Royal, habe das aber gesehen, weil es die Sauerstoffaufnahmefähigkeit der Körperzellen steigert. Das ist chronische Entzündung der Lungenbläschen. Und wenn das, was jetzt zum Beispiel ein Lungenbläschen kaputt ist, ist ja nicht mehr reparabel. Das heißt, der Körper wird nur noch über das bestehende Lungenbläschen versorgt. Und wenn das Hämoglobin mehr Sauerstoffmoleküle andocken kann, ist es ja wichtig, die Bienenproduktmischung. Dadurch hat er mehr Sauerstoff im Blut in der gleichen Menge an Lungenbläschen, was da zur Verfügung steht. Gleichzeitig ist dann in der Startphase ebenfalls 2 bei COPD, 2 Gläser davon in der Startphase. Warum? Massiv hinter die Entzündung herzugehen. Das baut massiv die Entzündung und die Zerstörung der Lungenbläschen ab. So, und dann hält es mindestens 2 Teelöffel davon. Zusätzlich 1 bis 2 oder 2 Gramm Chelo Royal extra bei COPD, dass das Hämoglobin richtig gepusht wird. Und dabei ist das Propolis im Entzündungsabbau ganz entscheidend. Wenn man merkt oder sieht, der Entzündungsabbau bleibt nicht unter, nimmt man wieder das. Bei COPD ist auch jetzt zum Beispiel etwas, wo man dann nicht sparen kann und darf. Da muss man auch das Risiko dann eingehen, dass es eventuell allergische Reaktionen, aber da ist der Entzündungsabbau einfach ganz entscheidend. Okay? Aber da kann man ganz viel bewegen. Kann man das nur einnehmen bei der Colitis und Serosa? Serosa bringt Ihnen was, aber ich glaube es nicht allzu viel. Das ist praktisch diese rote Hautpartie. Colitis ulcerosa, das ist ja sag's mir auf Deutsch. Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Ah ja, ja klar, das hat ja auch was mit Entzündungen im Darm zu tun. Ist ja im Prinzip das.
Ja, genau, das ist immer die Entzündung, ja klar. Genau. Ja, klar. Also, ja, in der, da gehört, das gehört in die gleiche Schiene rein. Das gehört in die gleiche Schiene rein, ja, klar, Entschuldigung. Ja, ist auch Autoimmunerkrankung. Alle bei den gesamten Autoimmunerkrankungen habt ihr, ob das jetzt Hashimoto oder was es ist, ihr habt immer mit Entzündungsherde zu tun. Weil ein Angriff aufs körpereigene Gewebe verursacht immer Entzündungen. In der Startphase immer da. Immer in der Startphase. Alles, was Entzündungen im Körper zu tun hat, immer in der Startphase, wenn es um wichtige Entzündungen, um starke Entzündungen geht, dann braucht man das, eine normale Entzündung, und dann hält es auch die Wirkung. Dann hält es die Wirkung. Ob das jetzt alles, was zu den starken Entzündungen, eine leichte Entzündung, Tennisarm, entzündete Schulter, eine normale Arthritis, das macht der Aloe. Macht er alleine. Alles, was starke und bedrohliche Entzündungen sind, die gehört, oder eine Herzmuskelentzündung. Ganz wichtig, da muss in der Startphase die Entzündung ein bisschen weg. Da muss man massiv dahinter gehen und deswegen bei so lebensbedrohlichen Sachen, wo auch wirklich bedrohlich sind, da kann man auch zwei Gläser in der Startphase nehmen, um die Entzündung massiv dahinter zu gehen. Dann sollte man es dann aber nicht mehr wie zwei machen. Aber immer parallel die Bienenproduktmischung nehmen, morgens und abends. Wer die medizinische Wirkung will, immer zwei Löffel, das ist wichtig. Mir sind schon so viele Kunden, ja, bei mir hat es jetzt geholfen. Eine Frage, wie viele haben sie genommen? Ja, einen. Ja, das kostet ja auch viel Geld. Dann sage ich, da haben sie am falschen Eck gespart. Die zwei Löffel ist nur, der eine Löffel ist nur präventiv. Wenn du es präventiv machst, langt es. Aber wenn du die gesundheitliche Beutung hast, brauchst du die höhere Dosierung mit zwei Löffeln. Und wenn es richtig scheiße geht, wirklich drei Löffel. Aber das drei ist keine Dauerindikation, braucht man nicht drei. Man kann, wer will, drei, vier nehmen am Tag, das macht nichts aus. Aber es muss nicht sein. Da reichen auf Dauer zwei. In der Startphase können es auch mal in Ausnahmefällen drei, vier sein, wenn man noch richtig körperlich Hunde ist. Aber das, ihr werdet es merken, wenn Sie mal richtig Hunde sind, wenn Sie immer müde sind zum Beispiel, ja, sehen Sie auch. Gell, sieht man ihre Augen. Wenn Sie das immer müde sind, das merken Sie, wenn Sie morgens und abends einen Löffel nehmen, das verspreche ich Ihnen, da sind 5 Tage die Müdigkeit weg. Sie wachen auf, Sie sind morgen fit, Sie sind agil. Das gibt richtig Power. Muss ich der Karle Wabern sagen, ich sag das. Da wirst du richtig fit. Gell? Wie sieht es denn aus mit der Migräne? Bei Migräne? Migräne, so viele Ursachen. Genau. Nein, die Migräne. Die Migräne, was hat sie? Meistens ist eine Unterversorgung der Gehirnpartien mit Sauerstoff. So, das kann viele Sachen sein. Das heißt, wenn Ihre Brille nicht stimmt, das kann sein, wenn Sie viel am Computer arbeiten, das sind Verspannungen. Es kann so vieles sein. Es kann Migräne, zum Beispiel, ich bin ein pumpelgesunder Kerl, aber wenn ich nicht trinke, dann kriege ich Schädelweh. Warum? Ganz normal. So, also, da muss man immer sich überlegen, woher kommt die Sache? Und dann brauche ich keine Bienenproduktmischung, unter Umständen brauche ich eine neue Brille, ich brauche einen Masseur oder ich brauche 2 Liter Wasser. Ganz einfach. Da brauche ich auch keine Bienenproduktmischung. Man muss immer wissen, es kann natürlich auch eine organische Sache sein, gell? Wenn verengte Adern zum Beispiel oder solche Sachen sind oder eingeklemmte Nerven zum Beispiel, da muss man dann schon immer aufpassen, woher das kommt. Gell? Also, einen organischen Schaden, wenn Sie einen Bandscheibenvorfall haben, dann löst es nicht, die Bienenproduktmischung oder Bienenapitherapie löst Ihnen nicht die Dings. Aber was es löst, wenn Sie einen eingeklemmten Ischiasnerv haben? Was macht man dann? Bienengift. Wenn Sie die richtig teure Spritze geben, wenn Sie einen eingeklemmten Hexenschuss haben, dass Sie bloß nur so auflaufen und nicht mehr aufstehen können. Und der Arzt kommt, der gibt Ihnen, die zahlen es dann selber, eine Bienengiftspritze, da stehen Sie nach 10 Minuten wieder auf. Ich habe meinen Stallboden, bin ich am Schaffen gewesen. Und ein Bekannter von mir ist Zimmermann und hat mir geholfen. Junger Kerle, keine 30, 29 oder wie alt, schafft er unter am Boden so, mit den Knie. Und auf einmal sagt er, oh, geht nichts mehr. Ich habe wieder einen Hexenschuss. Oh, jetzt ist Feierabend, ich kann nicht mehr. Und konnte nicht einmal mehr aufstellen. Sage, du, ich setze da 2 Bienen ein. Gell? Bist du aber nicht allergisch? Nein, ich bin nicht allergisch, aber eine Biene. Sage ich, ich setze 2 Bienen ein, nach 10 Minuten starrst du wieder. Da sage ich, das glaube ich nicht, aber weißt du was, das hat ihm so weh getan. Da sagt er, wo hast du die 2 Bienen? Bring sie her. Dann bin ich außer meine Bienen nach, habe 2 Bienen geholt, hebe da auf, zack, da, du 2 da, 2 Bienen gesetzt.
Nach 5 Minuten steht er. Herrgott, das geht ja wieder. Dann hat er weitergeschafft, noch keine 10 Minuten. Dann war das vorbei. Woher kommt das? Genau, weil es ist eine Verkrampfung der Muskeln. Und der Bienengift, das wo neu ist, bewirkt eine verstärkte Durchblutung. Und das ist das, was den Muskel entkrampft und den Nerv wieder freisetzt. Das ist alles. Okay. So, wir sind aber noch beim Propolis. Gell? Wir sind noch nicht fertig. Das Propolis ist ein heißes Ding. Ich muss Gas geben, weil sonst überziehe ich maßlos. Gell? Also, wir haben es bei Einnahme, baut es Entzündungen ab. Reguliert die Darmflora. Das sind einmal die wesentlichen Sachen bei der Einnahme. Also Entzündungsabbau und Immunsystemaufbau. Regulierende Darmflora sehe ich jetzt also wichtig, macht es aber auch. Aber das Entscheidende ist Immunsystem-Entzündungsabbau. So, im Wundbereich, wenn Honig schon sehr gut ist, Propolis toppt die ganze Sache. Da kommt nicht einmal mehr Manuka-Honig mit. Das ist wie ein 3000er Manuka, wenn ich Propolis einsetze. Im entzündungshemmenden Wert, im Wundbereich. Macht ebenfalls weiche Narben, fördert sehr stark die Hautgranulationsbildung. Und zwar noch viel mehr wie der Honig. Das heißt, wenn ihr starke Wunden habt, dann nimmt man eine Propolis-Honig-Mischung. Und zwar in Pulver, so mit Pulver. Darf kein Alkohol drin sein. Dann könnt ihr in offene Beine etc., da könnt ihr wirklich im Wundbereich wie beim Honig nichts falsch machen. Das, was er falsch machen könnt im Wundbereich, ist mit diesen alkoholgelösten Formen. Wenn er das auf eine Schürfwunde, wenn jetzt der kleine Kerle so groß mit der Ellenbogen und mit der Nase bremst hat, weil er vom Fahrrad abgestiegen ist, wo es noch gelaufen ist, und lauter Schürfwunde hat, dann sind das trockene Wunden. Gell? Dann geht man her, jetzt mache ich das einfach auf, und macht es so, der Alkohol brennt nämlich in der Wunde. Wenn er in einer nässenden Wunde des Propolis drauf tut, dann flockt es aus und der Alkohol brennt. Der Bursche, dem wo er das drauf tut bei den offenen Beinen oder an solchen Wunden, der hängt an der Decke oder bei euch im Gesicht, irgendwo hängt er und ist ganz unfreundlich, weil das tut richtig weh. Deswegen darf man da kein alkoholgelöster Propolis nehmen für eine nässende Wunde. Bei einer trockenen Wunde macht man das so. Macht man hier 1-2 Tropfen drauf, auf die Wunde drauf und bläst. Kannst du lang mal hin? Jetzt ist sofort dieser Harzfilm drauf und das macht man 2-mal und das macht ein richtiger Film drauf. Desinfiziert die Wunde, da gibt es keine Entzündungen, gar nichts, keine Infektionen, null. Und es hat eine stark anästhesierende Wirkung. Propolis hat eine stark anästhesierende Wirkung. 5-mal so stark wie Kokain und 7-mal so stark wie Novocain. Das sind Schmerzmittel in der Medizin. Wenn du eine richtige Wunde hast, die richtig wehtut und du machst das drauf, ist sofort der Schmerz weg. Beim Neurodermitiker bewirkt das, was beim Neurodermitiker juckt und beißt, ist die offene Wunde, wo die Haut aufplatzt. Wenn man das so aufreibt, wie ich gerade gesagt hätte, dann brennt das nicht. Sonst brennt es. Kinder schreien, denn denen tut es dann weh. Wenn man es aber so macht, wie ich gerade gesagt habe, und zwar 2 oder 3 Mal, erst ein bisschen weniger und beim 2. Mal schon Propolis drauf. Ist schon die anästhesierende Wirkung da. 2-3 Mal machen, hat man so einen braunen Streifen. Die anästhesierende Wirkung nimmt sofort den Juckreiz an dieser Stelle weg. Wenn du alle Körperstellen machst, wo die Haut auf ist, wo juckt und beißt, kann bei einem starken Neurodermitiker viel sein. Aber wenn das Kind mit Handschuh ins Bett geht, braucht es keine Handschuhe mehr, das schläft wie ein Baby. Der gesamte Juckreiz, wenn du alle Stellen gemacht hast, ist weg. Die Stellen, die wo drumherum sind, wo die Haut, wenn hier gerissen ist, ja, sagen wir in dem Bereich jetzt so, die Haut so trocken, spröde. Gell? Da ist die Haut so wie pergamentartig, einfach so dünn und reißt auch gleich wieder. Danach als zweit erst so auftragen an die offene Stelle, was juckt und beißt, und danach den Bereich mit einer Propolis-Salbe, einer guten. Muss auch Propolis drin haben, eine gute Propolis-Salbe, die muss gut sein. Den Bereich eincremen, das hält die Haut ganz arg geschmeidig. Und dann reißt die erst gar nicht und wenn sie reißt, heilt es gleich wieder ab. Bei der Psoriasis, der Schuppenfläche, das Gleiche. Es juckt, die Psoriasis juckt und beißt natürlich nicht, aber diese Hautplatten, die sind ja verhärtet
Und da reißt die Haut natürlich. Und das hält die Haut, weil die müssen das 2-3 Mal oder auch 4 Mal am Tag eincremen mit der Propolis-Salbe. Ist besser wie jede Cortisonsalbe. Sagen mir die Leute, das ist hervorragend, dann reißt es erst gar nicht so. Und wenn was reißt, dann heilt es schnell ab. Und es entzündet sich nicht. Gell? So, also Nagelbettpilz, Fußpilz ist klar, braucht man drauf tun. Warzen das Gleiche, weil Propolis ist ja wirksam, hochwirksam gegen Bakterien, Pilze und Viren. Bei Husten, Erkältung, Heiserkeit. Wenn du keinen Ton mehr rausbringst oder ich jetzt heute Abend vielleicht, wie auch immer, kriege ich keinen Ton mehr raus, dann nehme ich die Propolis-Tinktur, wo habe ich sie jetzt hingestellt? Da, Hanna. So. 5 bis 10 Tropfen, das mache ich alle 1 bis 2 Stunden, wenn es richtig im Hals hast. Das Zeug schmeckt scheiße. Aber ich sage es euch, hervorragend, am anderen Tag ist das Halsweh weg. Und wenn der Hals weh tut, das heißt, dass er entzündet ist, das nimmt ganz schnell die Entzündungen weg und der Schmerz nimmt es weg. Gell? Bei Covid, wenn er Covid-Infektion kriegt oder der Kerl hat jetzt Covid und du noch nicht oder denkst, du hast es noch nicht, dann der Covid, wo kommt der her? Der geht zuerst über den Rachenraum, von dort aus ist sein Eintritt in den Körper, von dort aus vermehrt er sich und geht weiter. Den Rachenraum mit Propolis schützen ist hervorragend. Dann nimmt man das alle 1 bis 2 Stunden, so 10 bis 15 Tropfen. Gell? Also in diesem Bereich, weil Propolis ist nachgewiesenermaßen auch gegen Covid-19 machen. Da kann man hervorragend den Körper damit unterstützen, dass da halt nichts passiert. Ja. Wundbereich haben wir jetzt. Macht natürlich, ja? Also Freundin von mir, die hat, also ich vermute, sie arbeitet für so Kisse mit so Daunen zum Befüllen. Und ich habe aber die Propolis-Tropfe gegeben, weil sie immer so ein Fischband und so ein Kratzen am Hals hat. Aber sie meint, es ist besser. Aber was können die außer die Propolis-Tropfe noch nehmen? Die Mischung? Ne, die Mischung ist dafür ungeeignet. Die Mischung ist rein zur Einnahme über den Körper. Das Propolis ist im Wundbereich und äußerlich einzusetzen. Und das, was es dort zählt, da geht es nicht über die Bienenproduktmischung. Die kann sie zwar auch nehmen, macht sie nichts Verkehrtes, kriegt sie ein gutes Immunsystem. Aber das, was ihr natürlich, wenn sie mit den Federnzeug da, wie sie sagen, da schafft, dann ist das, was den Hals, was da empfindlich ist, natürlich da deswegen dieses Kratzen hat. Natürlich, und das, ja, da reagiert der Körper einfach drauf und da hilft ihr das Propolis. Was sie machen kann, wenn sie das Perdu nicht mag, weil es schmeckt. Das hat er geholfen. Ja, sie soll es halt regelmäßig nehmen. Die Regelmäßigkeit macht. Wenn man das wie eine Bienenproduktmischung, wenn ich die bloß einmal mal nehme und mal nicht nehme, braucht er nichts erwarten oder nicht viel. Die Regelmäßigkeit macht es. Der Körper braucht es regelmäßig dann, weil ja der regelmäßig auch mit diesen Stoffen auseinandergesetzt wird. Wenn sie was anderes nehmen will, kann sie auch den Propolis im Honig auch nehmen. Aber das Propolis flüssig ist da im Vorteil, ohne Frage. Gell? So. Ja, ganz klar, Pilz. Da kann er ganz klar. Alles, was im Pilzbereich ist, das ist jetzt hervorragend. Oder wenn man es jetzt zum Beispiel im Mundbereich so und so weiter, einfach diese Pilzbefall, das dann immer bei Zahnfleischentzündung, das Beste, 2-3 Tropfen drauf, Zahnfleisch einmassieren, das wird euch Zahnärzte, die das kennen, die schwören drauf. Das ist wirklich nichts Besseres. Oder mal Karies. Normalerweise gehört das Ding immer in jede Reiseapotheke rein. Auch wenn die Rache des Montezuma kriegst, dann nimmt man 10, 15 oder 20 Tropfen in ein Glas lauwarm, trinkt man das 2-3 Mal, hat man diese Infektion recht schnell in den Griff. Gell? Beispielsweise. Es ist natürlich auch gegen Heliobacter, ist das Propolis hervorragend. Allerdings braucht man da die erhöhte Dosierung. Da brauche ich das Propolis-Pulver. Magenschleimhaut, man hat es nie gewusst, warum. Früher hat man ja Magengeschwüre immer operiert. Und bis vor 30 Jahren hat man dann mal gemerkt, das kommt von diesem Heliobacter her. Und seitdem macht man ja 5-fach Antibiotika, wird es bekämpft. Früher hat man nur gewusst, wenn man Propolis in der richtigen Dosierung nimmt, dann gehen die Magengeschwüre weg. Aber man hat nicht gewusst, woher. Seitdem weiß man es, dass er von dem Heliobacter kommt. Dann nimmt man von dem zum Beispiel so einen abgestrichenen Mokka-Löffel, wie ich euch gezeigt habe, jeden Tag. Das macht man halt einmal 2-3 Wochen oder 2 so Gläser voll. Dann war es das mit dem Heliobacter. Okay.
Das macht halt das Propolis. Also bei Zahnfleischentzündungen oder Aften, Schrunden, alles was Hausfall ist, bei Schrunden nichts Besseres in diesem Bereich. Propolis ist hochwirksam gegen auch gegen Viren, haben wir ja schon gehört. Gell? Unter anderem gegen die Herpes Zoster. Wie ihr es merkt, das fängt Jucke und Speise aus, sofort das Propolis in der flüssigen Form auftragen. Hat ein bisschen kleiner brauner Streifer drauf, kann man mit leben, macht der Schönheit keinen Abbruch. Aber ihr merkt diese Wirkung, das kommt nur in einer ganz schwachen Form raus und ist gleich wieder weg. Habt ihr schon so eine dicke schwarze Mannenlippe? Neger sagt man heute ja nicht mehr. Also eine dicke böse Lippe, die schon so richtig wehtut. Propolis in der Tinktur, ein, zwei Tropfen drauf, aufreiben. Bitte der Karle Blase lassen, der tut es gern. Oder wenn ihr keinen habt, dann nehmt ihr einen Föhn auf kalt, bitte nicht auf warm. Aufreiben und mit dem kalten Luft blasen, dass der Alkohol weg ist, dann tut es euch nicht brennen. Und das macht ihr zwei, dreimal. Ihr werdet erstaunt sein, wie das nimmt sofort der Schmerz weg, wenn ihr das zwei, dreimal schön drauf habt. Und ihr werdet erstaunt sein, wie schnell die Lippe wieder gut ist. Das geht ratzfatz. So. Meine Tochter hat rote Haare. Wir sind laufend immer auf Sardinien. Gell? Ist die groß geworden. Gell? Die liebt natürlich Sonne, Meer und so weiter. Wir sind schon immer erst um 5 Uhr nah an der Strand, weil die einen Sonnenbrand kriegt, hat so schnell kannst du gerade auf 3 zählen. Wenn die eine Viertelstunde am Meer waren, hat die einen Sonnenbrand gekriegt. Nehmt eine Sonnenmilch beispielsweise oder eine ganz schnell einziehende Creme, eine Sonnenmilch mit einem geringen Lichtschutzfaktor, das ist dann nur so eine ganz dünne Brühe ein bisschen, und die zieht ja ganz schnell ein. Und dann nehmt ihr so eine Kechele voll, gell? Und nehmt das Propolis flüssig mit einem Holzstäble einrühren, bis das eine dunkelbraune Farbe kriegt. Wenn ihr am Abend heimkommt, seht ihr, die hat richtig Sonnenbrand, den Sonnenbrand damit eincremen, zweimal, das zieht sofort rein. Aber das Kind schläft bei Nacht, hat keine Schmerzen, da tut der Sonnenbrand nicht mehr weh und am anderen Tag ist der Sonnenbrand weg. Die gleiche Mischung verwendet ihr bei Gürtelrose, genauso der Herpeszoster. Propolis ist hochwirksam. Diese Sonnenmilch, die hat nichts anderes als wie der Transporteur in die Hautschichten hinein. Das nimmt das Propolis mit rein, das ist der Transporteur in die Hautschicht hinein. Und wenn das zwei, dreimal jedes Mal machst, das ist innerhalb von zwei Minuten ist, das, ist die weg, ist das nicht mehr da, geht in die Haut rein. Und das macht er zwei, dreimal und auf einmal merkt er, wirkt hochwirksam gegen diesen Herpeszoster. Natürlich die idealste Form beim Herpeszoster, was ist das? Immunsystem hochhalten. Wenn hier das Level ist vom Herpesvirus und das Immunsystem ist da, passiert nichts. Wenn dich der Egon oder der Kalle oder wie auch immer ärgert oder irgendein Ekel oder sonst was, dann sinkt dein Immunsystem ab. Unser Immunsystem ist ein ganz fragiles System. Das hat eine Psyche, alles Mögliche, was das extrem beeinflusst. Wenn das runterkommt unter einem gewissen Punkt, unter dem Level, dann bricht der Herpeszoster bricht der aus. Das heißt, das Immunsystem hochhalten, kommt der erst gar nicht zum Tragen. Weil wenn man einmal den Virus hat, man hat ihn ein Leben lang. Das Immunsystem hochhalten kann er sich erst gar nicht zum Ausbruch kommen. Das ist eigentlich der bessere Weg. Aber wenn er da ist, dann kann man mit dem Propolis in der flüssigen Form sehr viel machen. Was haben wir noch? Jetzt sind noch ein paar wichtige Sachen noch beim Propolis. Ja, also in seltenen Fällen gibt es allergische Reaktionen. Klar, harze ätherische Öle sind auch allergene Stoffe, wo wir natürlich da auch haben. Was hatten wir im Bereich jetzt noch? Noch was entdeckt, was ich noch vergessen habe? Eigentlich hätte in der Narbenbildung, wenn ihr OP-Narben habt, beispielsweise Geburtsnarben oder sowas, was ja unter Umständen da immer mit Narbenschmerzen oft einmal zu tun hat, wenn man entsprechende Narben hat. Während der Narbenbildung, Propolis ist in der weichen Narbenbildung schon sehr gut. Aber das Propolis flüssig ist die ideale Sache. Das desinfiziert die Wunde, nimmt den Schmerz weg und vor allen Dingen, es macht weiche Narben. Während der Narbenbildung bitte. Dann ist es das Richtige. Gell? Sind da mal Fragen zu Propolis? Wenn du es einnimmst, Du hast eine kleine Menge auf die Zunge drauf, aber wirklich sehr, sehr wenig. Wer zum Beispiel
Wer es schon weiß, der braucht es erst gar nicht nehmen. Gell? Wer es nicht weiß und sagen wir mehrfach allergisch oder sowas, kleine Menge auf die Zunge drauf, merkt man das. Und er sollte nicht dann im hohen dosierten Bereich sein, um dass man nicht auch noch die allergene Wirkung natürlich provozieren. Das wollen wir natürlich nicht. Wenn jetzt ein mehrfach allergisch ist, der sollte auf das Propolis-Pulver im Normalfall verzichten. Weil sonst kann sie ihm die Anwendung der Bienenproduktmischung, sprich des Herkules, natürlich verhindern. Gell? Fragen? Ja, ach, sehr gut. Deswegen habe ich nämlich gesagt, ihr solltet den Löffel sauber halten. Löffel nehmen. Du hast ja schon frische. Hast du noch keinen frischen gekriegt? Wir haben noch mehr frische. Guck her. Komm her. Okay. So. Aber jetzt darf man es schon abschlecken. Ja, ja, jetzt, ja klar. Das schmeckt jetzt ganz anders. Das schmeckt jetzt nicht nach Honig. Das schmeckt jetzt nach Pollen. Aber sag's euch, das ist Power. Können wir heute Nacht dann schlafen? Doch. Wenn du jetzt natürlich jemand bist, wenn jemand schlecht einschlafen kann, zum Beispiel, und unausgelastet ist, und der kriegt nur die Vitalisierung richtig zu, dann kann das natürlich sein. Ja. Hast du schon eine schlechtere Sache? Nein, ich sag nicht, dass ich vom Säuerwesen süß und die Pollen schmeckt man. Ja, der Pollen, das Propolis, die Säuerliche kommt aus dem Chelle Royal raus. Muss man Herkules dazu sagen, dass die Blütenpollen, Chelle Royal und Propolis nach oben steigen. Also die erste Schicht, die ihr jetzt gerade so probiert, das ist die konzentrierteste, was die besonderen Stoffe betrifft. Weiter unten ist aber ein bisschen honigartiger. Also ganz unten, der letzte Zentimeter, ja, ist der bisschen natürlich, der wird zwar bei uns, wird der 6 Tage gerührt. Hat jeder was gekriegt? Ja. Gell? Der wird bei uns 6 Tage gerührt, dass er auch eine cremige Konsistenz hat. Und durch diese cremige Konsistenz findet eine Entmischung nicht statt. Gell? Ja, den dahinter, den Kameramann, hätte man jetzt schier vergessen. Gell? Der braucht ja, der ist ja der, wo die ganze Zeit arbeitet hier. Gell? Gell? Also, kann euch versprechen, das ist richtig Power. Wenn er mal Fragen zu bestimmten Erkrankungen haben. Das Bienenvolk ist die Apotheke der Natur. Man sagt, es ist die wirkungsvollste Therapieform in der Naturheilkunde. Sie muss nur fachlich richtig begleitet sein. Wenn ihr Fragen zu Erkrankungen habt, stelle ich euch einen Therapieplan auf für diese spezielle Sachen. Meine Kundschaft oder die Heilpraktiker oder Ärzte, sie dürfen mich immer anrufen. Und ihr kriegt immer von mir einen richtigen Therapievorschlag in dieser Sache, wo dann auch Hand und Fuß hat. Gell? Meine Damen, meine Herren, wenn keine weiteren Fragen sind, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ihr wart hoch aufmerksam. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Riesenspaß gemacht. Ihr habt immer kompetente Zuhörer. Ist für mich immer eine Freude. Das ist mir lieber, als wir... nämlich 7 Fragenzeichen permanent angucken, das war bei euch nicht. Ihr habt verstanden, von was ich gesprochen habe. Also ich bedanke mich recht herzlich und ich wünsche euch, wenn ihr es einsetzt, viel Erfolg. Ihr werdet sehr erfolgreich sein. Bedanke mich recht herzlich. Herzlichen Dank.